Agnes. Ja, ich habe jetzt mein Mikro mal ein bisschen anders gedreht, aber ich glaube, das ist irgendwie ein Problem noch. Aber wenn ich es zu weit oben habe, dann ist es weird. Wenn ich es zu weit unten habe, ist es weird. Egal! Ach, nee, nicht egal. Alter Angel, nee, egal ist 42. Egal ist die Insel des tanzenden Idioten. Oh boy, das ist schon mal der lachhafteste Titlescreen, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Schwer. Was soll an dem Sonic-Spiel. Warum ist das hier? I don't get this. Knuckles Forces. Sonic, wie ich ihn hasse. Und all dieser Hass ist in dieses unzerstörbare Instrument der Vernichtung geflossen. Ohne Scheiße, seitdem ich Jim Carrey als Eggman gesehen habe, akzeptiere ich irgendwie nichts anderes mehr außer Jim Carrey als Eggman. Moment, das bedeutet, er hat's all die Jahre nie ernst gemeint? Okay. Sonic, Dr. Eggmans Truppen fallen in die Stadt ein. Wir brauchen dich hier. What else is new? Lichtgeschwindigkeit! Okay. Dinge haben sich seit Generations echt nicht verändert. Okay, das funktioniert alles noch, wie ich es kenne. Easy game. This game's too easy. That's what she said. This game's easy. Sagt er und fällt. Überall sein. Oh. Also ich sag mal so, ne? Nice aussehen tut's ja. Ich hoffe nur, dass man das Spiel später auch noch ein bisschen spielen muss. Weil irgendwie, das haben sie seit, seit Gen... Nee, warte, wann war das? Oh shit, easy. Easy game. Nices Tutorial Level, es ist like nothing passiert. Die paar Sprünge, die du machen musstest, haben mich wirklich erfordert. Alles klar, dank dir. Du hast aber auf dich warten lassen. Tja, so bin ich nun mal. Na dann, lass uns das beenden, Dr. Eggman. Na dann, ja. Ja. Ich bin Sonic, ja. So klingt er ein bisschen. Ist ein bisschen leise. Ja, hey, hi. Wer? Metal. Chaos. Okay. Der Edgelord. Wow, der Typ ist schneller als Sonic. Metal, Leute. Super Mario Bros. Z. All over again. Alter, Sonics Stimme ist schrecklich. Was hat das mit diesem Typ auf sich? Ich bin ja dabei, Sonic, aber die Messungen können so nicht stimmen. Das ergibt keinen Sinn. Mir geht langsam die Puste aus, Tails. Sonic is dead.
das jetzt hier fucking World of Warcraft in Sonic? Dr. Eggmans Armee ist unaufhaltsam. Ohne Sonic verlieren alle die Hoffnung und verzweifeln. Doch Verzweiflung können wir uns nicht leisten. Ich träume, dass Sonic immer noch bei uns ist. Glaubst du, er könnte... Ich bin ein Optimist, aber auch realistisch. Sonic ist verloren, Eggman. Und Tails... Sonic ist tot. ...sich selbst verloren. Wir müssen es ohne... Sonic ist tot und Tails hat Depression. Yes. Wir haben 6 Monate lang auf ein Wunder gewartet. Aber es ist Zeit, unser eigenes Wunder zu bewirken. Alle leben in Furcht vor Dr. Eggmans Armee. Wenn wir den Leuten Mut machen wollen, müssen wir beweisen, dass Stärke nicht nur in der Masse liegt. Du musst ein bisschen lauter reden, Minion. Kommt heute nicht ein neuer Rekrut zu uns? Ja, ein Überlebender aus der Stadt, oder? Ich schaue mir die Datei an. Ist das jetzt der Moment, wo ich mir meinen Scheiß-Charakter erstellen darf? Oh boy. Turbo Hubert, let's go. Ach, du Scheiße. Okay, wir haben ein Problem. Wir können nicht Turbo Hubert machen. Turbo Hubert wäre... Turbo Hubert als Bär? Cold Steel, der Hedgehog. Nee, ich meine nicht Cold Steel. Booyaka? Also ein Vogel? Stimmt, wir könnten Booyaka machen. Wenn wir schon nicht Turbo Hubert machen können, ne? Wenn wir schon nicht Turbo Hubert haben können, wohl den besten aus der letzten Season, also... Dann machen wir doch, würde ich mal sagen, ne, Booyaka. Dann machen wir Booyaka. Da brauche ich allerdings für... Da brauche ich Referenzen für, hold on. Was ist das hier? Das ist der, okay. Was bist du? Gut, das brauche ich nicht mehr. Passt sich gut. Ich meine, ich habe ein Bild von dem Vieh. Irgendwo. Da ist er ja. Okay, mal so ein kleines Referenzbild. Ja. Like that? Holy fucking shit. What the fuck is this? Alter, he has seen some shit. Ich bin so im Hintergrund, geil. Okay, nee, Typ 4 ist schon am passendsten. Augenfarbe. Ist das Augenfarbe? Ich habe keine... Doch, Augenfarbe. Ach so, ja. I like that. Schnabelfarbe. Das sieht mal richtig scheiße aus. Aber Körperfarbe. Jetzt kommt alles zusammen. Or probably not. Weil das... Nee, das sieht ja mal richtig kacke aus. Dann lieber so. Killer Nugget is basically the same. Welche Farbe hat Restaurado am ehesten? Ist eher dieses... Eher so, ne? Oder was meint ihr? Stimme. Okay, was ist am ehesten eine Jojo-Pose? Nee. Nope. Ja. Sonst, was gibt's noch? Habe ich das jetzt?
Ja, das ist perfekt. Das ist Jojo. So bunt ist das Cape, ja, aber... Ich weiß nicht, ich finde ihn so okay. Ja, sieht toll aus. Das ist eine Ansichtssache, liebes Spiel. Aber ich will hier auch nicht ewig drin hängen. Deine eigene Geschichte, oh boy. Tolles Relativ mit dem, was du zur Verfügung hast. Ich bin froh, euch alle lebendig zu sehen. Oh shit, it's Knuckles. Ein Knuckles. Green Hill übermannt. Widerstand in der Stadt heißt es, dass das Ding, das Sonic besiegt hat... Ich meine, ich habe ja nicht mal einen Namen. Tut mir leid, das fällt mir immer noch schwer. Es hält alle in Angst und Schrecken. Das heißt fast alle. Dieser junge Widerständler überlebte die Schlacht und kam zu uns. Ich stelle vor, unser neuer Regenrucht. Sieht nicht so besonders aus. Du auch nicht, Charlie. Und trotzdem finden wir für dich immer was zu tun. Hier, nimm das. Wir zählen auf dich. Hier, have a gun! Okay, auf geht's, Leute! Die Welt rettet sich nicht von allein! Ich bin einfach... an sich bin ich nur ein Angry Bird. Mehr bin ich gar nicht. Angry Birds in Sonic Forces. Ja, Mensch. Everything is dead! Okay. Oh, Level 2. Ich habe tolle Neuigkeiten erhalten. Sonic lebt. Das ist, wirklich? Hervorragend. Ich meine, gute Nachrichten ist im Sinne des Betrachters, nicht wahr? Was? Oh, was für ein Glück. Ich wusste es. Er sitzt im Weltraumgefängnis fest. Mein Spion sagt, er wird in einer Einzelzelle gefangen gehalten und seit Monaten gefoltert. Was? Sonic wird was? Die Rettungsaktion läuft bereits, Amy. Ich habe einen Trupp zum Weltraumbahnhof im Chemiewerk geschickt, um ein Shuttle zu borgen. Also Leute, wer hat Lust auf einen guten alten Gefängnisausbruch? Let's... Okay, I'm okay with that. Sonic wird gefoltert. This is how this game is gonna be. If this is how the game works. Mein Team nimmt es mit dem Feind im Ringtunnel auf. Wir sollten sie fürs Erste zurückhalten können. Nein, warte. Achtung. Der Maskierte ist hier. Der Sonic besiegt hat. Konzentrier dich, Rekrut. Wir müssen ein Shuttle finden. Okay, süß. Aha. Ich habe einen Flammenwerfer. Ich meine, die Musik ist nicht schlecht. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum jetzt schon Songs mit Vocals auftauchen. Visuell sieht es auch nice aus. Okay. Oh, wisst ihr noch in den alten Sonic Games, wo Schienenwechsel ein absoluter Albtraum war? Yes, me too. Feuer! Achso, ist leer. Feuer! Steuerung ist so eine Sache, ne? Sonic Heroes. Ja, Sonic Heroes. Da Grinds wechseln war ein Albtraum. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt von einem fucking Zug erwischt und dann Roll Credits. Aktuell ist das Game echt... Es ist eine Sache. Vor allem, darf ich mal kurz fragen, was ist überhaupt, was passiert auf schwer? Passiert denn irgendwas? Feuer!
Feuer! Feuer! Woher kommen wir so bekannt vor? Ey, vor allem, er ist milde overpowered mit dem Ding, ne? Ich meine, visuell, wie gesagt, visuell sieht es echt nice aus. Aber... Es spielt sich halt irgendwie von selbst fast. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur die ersten Level sind oder... ne? Awesome, I guess. Ghost Town. Ah ja, okay. Das hätte funktionieren sollen. Ich konnte dir nicht helfen, Kumpel. Tut mir leid, dass ich nicht schlau genug war. Hm? Herr Tails hat echt mega Depression. Sonic, hilf mir! Chaos is like I'm grabbing this butt now. Und du bist pummelig geworden im Knast. Oh, du bist der Sonic aus einer anderen Dimension, stimmt's? Gott, wenn man sich das so anhört, ne? Weißt du, wie du hergekommen bist? Was immer Dr. Eggman treibt, vielleicht beeinflusst es andere Dimensionen. Das könnte uns sogar helfen. Schließlich passiert nichts ohne Grund, richtig? Wir müssen die Welt retten. Vielleicht bist du deswegen hier, um uns dabei zu helfen. Wie auch immer. Ich bin froh, dich zu sehen. Egal, welcher Sonic du bist. Old School Sonic is like, Bitch, I'm the OG. Fuck you, man. Das Radar zeigt Dr. Eggman vor uns. Oh boy. Hier könnten Feinde lauern. Also, hierbei auf. Könnte es sich um Feinde handeln. Machen wir die Magnetprobe. Ja, yeah, also von der Musik bin ich ein Fan. Die Musik ist nice. Aber mal gucken. Wir haben ja gerade erst angefangen, right? Nice. Yes, I could have died. Ah, okay. Ich glaube, das haben viele zu Sega bzw. Sonic Team gesagt, als dieses Spiel rauskam. Ich meine, man muss ja auch sagen, das Spiel hatte ein echt beschissenes Timing. Ich meine, es kam nach Sonic Mania. So relativ kurz nach Sonic Mania. Und dann so ein Motto, ja Mensch, guck mal. Das eine ist ein fucking Fanmade-Project und das ist hier von den Hauptmachern und die so, ja geil, it sucks balls. Oh cool. Habe ich schon wieder Feind gesagt? Boah, Alter. Aber OG Sonic steuert sich mal echt Gülle. Nicht, dass die anderen sich irgendwie grandios steuern, aber OG Sonic ist echt clunky as fuck. Und dann wiederum sehe ich mir so die Backgrounds an und es sieht irgendwo tatsächlich nach einem interessanten Spiel aus. Das ist... Es gibt S-Ranks. Okay, nice. I'm even more confused now. Ich hab einen Rucksack. Ich hab eine Mütze. Was, um Leute zu hauen. Und Schuhe. Und einen fucking Panzer. Okay.
Es haben sehr viele bemängelt, dass sich Old Sonic beschissen steuert. Es fühlt sich echt clunky an. Es gibt keinen Grund zum Widerstand. Euer Retter ist nicht mehr. Alter, Infinite is like, I hate furries. Pfft, Laser. Ich kann deine Angst schmecken. So viel Furcht und Zweifel. Einfach köstlich. Infinite ist der einzige vernünftige Voice-Actor hier im Raum. Fliehe, schreie, dann lass ich dich leben. Ja, weil der hat Spaß an seinem Job. Alter, das hört man richtig raus. Der hat Spaß an seinem Voice-Acting. Das ist die Stimme von Professor Layton? You kidding me, right? Rouge! Wie geht es Sonic? Nicht besonders gut. Sie haben vor, ihn ins Weltall zu verbannen. Oh, scheiße. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Dr. Eggman hat Sonic bis jetzt am Leben gehalten, damit er ihm vor der Verbannung sein erfolgreiches Imperium zeigen kann. Es macht auch Spaß, böse zu sprechen. Ja, ich würde das zu gerne mal wieder tun. Und die Folter war nur Zeitvertreib. Das ist übel, selbst für Dr. Eggman. Dr. Eggman hat von unserem Rettungsplan gehört und seine eigenen Pläne vorverlegt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Sag mal, haben sie für Rouge eine fucking Pornodarstellung genommen oder kommen wir es nur so vor? Wir wissen nicht einmal, wo genau er ist. Doch, tun wir. Dr. Eggman hat ein neues Death Egg gebaut. Dort. Wisst ihr, an wen sie mich erinnert? An Fräulein Bora Bora aus Traumschiff Surprise. Das Death Egg? Oh je. Oh Gott! Nicht gut. Nichts ist jetzt gut, Vector. Darum heißt es Krieg. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns Sonic holen. Ohne Scheiß, ich würde zu gern Voice Acting wieder betreiben. Ich habe das damals richtig genossen. Prison Hall. Ay boy. Ay boy, man. Rouge wurde mal als Sprecherin von Nico Robin. Hör zu, ah. Rekrut. Unsere anderen Truppen sind mit Feinden. Passt. Scheint, du hast die beste Route gewählt. Jetzt liegt es an dir, Sonic zu. Ah geil, das Spiel driftet sogar für mich. Das ist traurig. Und wieder, die Musik ist quite nice. Ich habe zwar keine Ahnung, warum andauernd Vocals mit drin sind. I mean, I don't mind. Und an sich mag ich, ich mag Songs mit Vocals tatsächlich lieber. Die Gefangenen werden in einer Art Internierungslager gehalten. Sonic ist vermutlich auch dort. Es wird streng überwacht, also sei vorsichtig. Fräulein Bora Bora! Noch einmal so eine Mitteilung, sie haben eine Woche Käsesahne verboten. Wie gesagt, ich habe so eine Schwäche für Songs mit Vocals. Auch wenn es ein bisschen unfitting ist right now. Hier wurden wohl viele unserer Brüder gefangen gehalten. Noch etwas, für das Eggman sich verantworten muss. Ich meine, ich könnte ja Angst haben, dass ich Ringe verliere. Man verliert ja nicht mal alle Ringe, wenn man getroffen wird. Fällt mir mal so nebenbei auf. Du verlierst ja nur ein paar. Halt mal, gibt es Leben? There are no lives? Hier drin ist auch nichts. Oh, wir haben es immer noch nicht rausgeschafft. Oh boy. Die haben uns festgenagelt. Der Flammenwerfer ist halt milde overpowered. Unserer Brüder. Mein Bruder. Nee, nee, nee. Jetzt herrscht höchste Alarmbereitschaft. Ich
Sonics Gegenwart. Wir sind nah dran. Nice. Immer, ich will ja fair sein, ne? Visuell sieht das Spiel echt nice aus. Aber ich bin halt jemand, ne? Mich kriegst du nicht pur mit Visuals. Wow, ich bin gestorben und krieg trotzdem noch ein A. Das ist, und ein Football-Helm. Und ein Flubber-Suit. Wieso kriege ich so viel Bullshit? Was zum Fick ist überhaupt ein Zavok? Wenn ich mal so fragen darf. Oh mein Gott, ich kann meinen... den dummen Ficker auch noch mit Zeug... Oh mein Gott, nein. Oh Gott, this... Why is this a dress-up now? Why is this a dress-up game? Ja. Oh mein Gott, why is this a fucking dress-up game now? Oh no, oh no! Oh, he's extreme. And now he's flubber. Und ich kann alles andere auch noch verändern, Alter. Tägliche Mission, Schuhe anpassen? Oh boy! This game is something! Oh boy! Das ist das Ende, Sonic. Hey, alles locker? Weil hier gerade alle Schrauben locker werden? Nein? Ach, Lost World, stimmt, das gab's ja auch noch. Wow. Wow, das Ende, was? Bin gespannt, wie du jetzt mit mir klarkommst. Dummer Igel. Auch ohne Ketten bist du noch lange nicht frei. Jetzt stelle dich dem... Er sieht sehr gefoltert aus, oder? Ja, natürlich. Guck ihn dir an, wie gefoltert er ist. Sie haben ihm nicht mal die Beine gebrochen. Alter, stell euch mal echt vor, man würde Sonic foltern. Das erste, was du tust, du brichst ihm die Beine. I mean, because why not? Why is there a giant hornet? Was bist du? Wie lange du es aushältst. Oh, geil. Ich werde dich in 0, nichts erledigen. Du frecher Nichtsnutz. Nice Targeting. Oh, ja. Ich dachte, ihr habt ihn monatelang gefoltert. Nice. Das ist cool. Ich liebe ja solche Bosse, wo man einfach warten muss. Yes. Ja, GG. Ich habe einen Tipp. Komm mal von deiner Mega-Hornisse runter. Und dann reden wir weiter. I think I fucked it up. Hä? Was mal hier falsch? Boah, Alter. Schockwelle ist mein Freund. Oh, ich mag die Schockwelle. Ach so. Du machst es mir nicht leicht, was? Oh nein, so die Plattform ist kleiner.
Was soll ich nun machen? Dass mich das nicht getroffen hat, wundert mich ehrlich gesagt. Was hat's der Kerl mit fucking Hornissen? Oder Bienen oder whatever. Boah, yeah. Nein, wie konnte ich nur wieder gegen so jemanden verlieren? What the fuck is this cheese I'm witnessing? Alter, was ist das für ein Käse, den ich hier gerade witnesse? Warum hat das Spiel wirklich ein bisschen... Ich habe gerade so viele Fragen noch offen. Was zum Fick ist das denn? Boah, and that's what it takes to be infinite. Muss ja sagen, ne? Das Spiel hat so einiges an Customizations. Alter Verwalter. Dieses Geräusch schon wieder. He's dead. Wow, keine Zeit zum Nachdenken. Jetzt ist Zeit zu rennen. Die Stimme ist schrecklich. Oh shit, das Eye-Gate. Ist in etwa so ähnlich wie das Stargate, nur nicht. Das ist eine andere Waffe. Blitzpeitsche. Das sieht aus wie ein Stück einer Tiki-Maske. Das sieht so scheiße aus, das nehmen wir. Ah, dafür mag ich seine Augen zu sehr. Oh ne, jetzt, now you've done it. Oh, now you've done it. Oh, this is true edge. This is true edge. Das ist das edgigste Reserado, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Edge the Burden. Sie wissen wohl, dass ich entkommen bin. Na gut, zeig diesen Langweilern nicht vor zu sagen. Boah, wir sind im All. Dr. Eggmans Feind. Wie kann ich überhaupt atmen? Ohne Rückfahrkarte. Hier bleibe ich nicht. Hier kann man nirgendwo drauf rumrennen. Except you do. Ich meine, du rennst gerade draußen rum. Ich weiß nicht, wie weit draußen du noch sein willst. Dein Kopf sollte jetzt schon wie so eine Wassermelone einfach platzen. Die Musik auch immer abspackt, wenn man halt den Turbo anschaltet. Enge Räume sind einfach nichts für mich. Das alles werde ich Dr. Eggman noch heimzahlen. Das ist ein Laser. Sache doch. Da wäre was gewesen, glaube ich, aber ich weiß gerade noch nicht, was das überhaupt soll. Dieser riesige Schrotthaufen will einfach nicht kaputt bleiben. Tja, bald bin ich über alle Berge. Du wirst schon sehen, Dr. Eggman. Ich versuche halt immer noch rauszufinden, was im Hard-Mode tatsächlich hier das Ding wäre. Muss ich denn zwei Knöpfe manchmal mehr drücken oder was? Ah, Stampfer. Der Stampfer. Was jetzt? Ich kann doch nicht einfach ins Weltall springen. Ich schnappe mir ein Shuttle. I mean, you already did. Muss hier irgendwo sein. Ein kleiner Ausflug ins Weltall wäre gar nicht schlecht. Ja. Sonic, let's go to space. It's totally okay.
You're not gonna die or anything. Kannst du nochmal Risk of Rain 2 spielen, bitte? Ich mein... Ich mag das Spiel. Aber ich glaube, aktuell gäbe es noch nichts, was sich wirklich lohnt, es nochmal anzufassen. Ist das Star Wars? Warte, war QTE. Oh, perfekt. Perfekt! Das ist kinda Star Warsy. Ist nichts anderes. Du kannst nicht mehr als 100 Ringe sammeln und Astral bekommen. Literally alles, was anders ist. What the fuck? Das ist fast noch edgiger. Eine Cap falsch rumzutragen ist auch ziemlich edgy. Oder ich renne wie ein pinker Bird rum mit Schuppen. Das geht auch. So, die Optionen sind da. Das ist auch fucking edgy. Keine Sorge, alles ist in Ordnung. Bist du hier, um mich zu retten? Mhm. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich dachte schon, alle hätten mich verlassen. Nur so ein bisschen. Das denkt Sega auch ständig über dich. Ich fühle mich geehrt, Knuckles. Ich bin gerade froh, dass ich dieses Spiel umsonst für PlayStation Plus bekommen habe. Sonic, du bist die erste gute Nachricht seit Monaten. Und die schlechte Nachricht? Es scheint, Dr. Eggman hat eine Waffenfabrik in Green Hill, wo Munition für den Krieg hergestellt wird. Eine Fabrik? Medal of Honor, Sonic Edition. Die Basis in Metropolis nicht stürmen, solange die Fabrik Nachschub liefert. Richtig, Sonic. Du bist gerade erst zurück, aber wir haben nicht genug Leute. Kannst du das übernehmen? Das kommt mir bekannt vor. Die Fabrik in Green Hill muss zerstört werden. Nimm den Rekruten mit. Bist du sicher? Ich habe auf dem Defekt nur ein zitterndes Häufchen Elend gesehen. Im Weltraum ist es eben kalt. In der Fabrik ist es warm. Erst recht, wenn sie in Flammen steht. Sonic, übernimm die Führung. Rekrut, schau ihm gut zu. Ich habe sechs. Bin ich froh, dass ich Rekrut bin. Das wird ein guter Anfang. Es ist fast wie der Name Agent. Die feindliche Fabrik ist in der Pyramide. Ich kann Verstärkung schicken, wenn ihr allein nicht klar kommt. Keine Sorge, wir zwei haben alles unter Kontrolle. Wir wollen hier auf und machen den Widerstand. Ah, jetzt ist man quasi beides. Highspeed und Grappling Hook. Zeit, dass wir beide zusammenarbeiten. Egal, welche Hindernisse sie uns in den Weg legen. Wir müssen einfach überall vorbei. Doppel-Turbo. That just happened. Boah, es gibt nichts Cooleres als lässig zu fallen. Way past cool. Ah. Lichtgeschwindigkeit. Alle müssen wie Roboter arbeiten. Wenn ich Dr. Eggman in die Finger kriege, wird er herumkommandieren. Warte mal, da habe ich nicht. Gibt es eine Waffe, die nicht absolut broken ist? Oh.
Alter, gibt es eine Waffe in diesem Spiel, die nicht absolut busted ist? I mean fucking hell. Die Range davon ist ja mal broken. Alter Verwalter. Schwach bei Bossen. Willst du mir jetzt sagen, das Spiel hat ein fucking Weakness-System? Oh boy. Wait a second. Was hast du gerade mal gegoogelt? Die Stimme von Sonic the Rocker aus Pokémon. Kadaj aus FS7. Ich habe, wie gesagt, Kadaj. Ach, der Typ! Tja, dann wurde er hier wohl scheinbar echt unterbezahlt. Soll passieren. Das Driften könnte so viel mehr Spaß machen, ne? Mit Eurobeat, ja. Ich mag meinen Charakter irgendwo trotzdem. Er ist fucking weird, but I kinda like him. Shit, Typ in Winterjacke. Fucking Crocs, wunderbar. Krassere Waffe? Gürtel? Oh mein Gott, es gibt nichts Edgigeres als einen Gürtel. Ich sage euch, seit Jim Carrey Eggman akzeptiere ich nichts anderes außer Jim Carrey als Eggman. Silver kämpft mit ihm oder dem Ding, was auch immer. Los, schnell! Leute, das ist er! Ich freue mich schon auf eine zweite Runde gegen ihn. Aber wofür die Gürtel, wenn er keine Hosen trägt? Gürtel sind edgy! Hallo! Muss ich euch denn alles erklären? Im Grunde halte ich die ganze Zeit nur eine Taste gedrückt und das Spiel spielt sich selber. Ich warte noch drauf, dass das sich irgendwann ändert. Ich meine, dann hast du manchmal solche Passagen, wo absolut mal komplett abbremsen. Wo ich mittlerweile nicht sicher bin, ob das tatsächlich mal was Gutes ist oder nicht. Warum Platforming, wenn du sowieso einfach eine Homing Attack machst und das ganze Problem sich alleine löst? I mean... Ja, Sonic is about going fast. But this is kinda too fast. Du kannst ja gar nichts wahrnehmen, was um dich herum passiert in dem Spiel. Ich frage mich, wie das sein muss, wenn man irgendwie, irgendwie Drogen genommen hat und das hier spielt. Kriegst du denn irgendwelche Halluzinationen, die dir denn sagen, wie die Launchcodes sind oder sowas? I mean, seriously. Nennt sich Schlange, Amy. Rip. Die Explosion muss es aufgeschreckt haben. Ich glaube nicht, dass wir daran kampflos vorbeikommen. Swip. Auf einmal ist das Spiel Osu geworden. What the fuck? And it's dead. And it's over. Okay. Ja, irgendwo... Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn es so eine... mehr so eine Fanservice kommt... Fucking Gamer, who are you fucking seeing? Ich meine, habe ich kein Problem mit, aber ich glaube... Das Spiel hat echt ein Problem gehabt mit seinem... Timing. Weil ohne Scheiß, Sonic Mania kam kurz vorher.
Also, ich glaube, du kannst die QTEs verkacken und hast trotzdem keine Konsequenzen. Oh, yes, I love it. Versus Infinite. Oh, jetzt kommt schöne Musik. Herr der Ringe für besiegte Feinde. Ist das euer fucking Ernst? Ja, gib dem Ding Sondereffekte. Because why not? Nur Tiffy. Oh, yeah. This is even more rad. Ich könnte natürlich auch Gamer. This is rad. Nah. Das passt besser ins Gesamtkonzept. Die Schuhe gefallen mir soweit noch. Oh yeah. Oh yeah. Oh, the edge. The fucking edge. Oh mein Gott, das sind einfach nur Tribals. Oh mein Gott, the edge. The edge. It's so fucking real. Ich habe Yakuza Zero durch. Das hast du auf dem Server gemeint. Hab ich da nicht sogar mit dir dann noch geschrieben gehabt? Ich meine, ich hatte da noch mit dir geschrieben gehabt in der Nacht. Das war nicht Teil meines Plans, aber es lohnt sich immer, Helden zu besiegen. Das steckt die anderen an. Nimmt ihnen ihre Hoffnung. Glaubt das alles jemand außer dir? Alter. Du hast jemanden, der tatsächlich Voice Acting betreiben wollte. Infinite. Und du hattest jemanden wie Silver, wo absolut kein Bock hatte. Oder nicht bezahlt wurde. Gute Arbeit, Silver. Jetzt übernehme ich. Na, sieh mal einer an. Der kleine blaue Retter ist zurück. Aber jetzt wird's laut. Du stinkst nach Furcht. Ich habe dich also beeindruckt. Das ist nicht Furcht. Ich bin den ganzen Weg hergerannt. Und du hast mich nicht beeindruckt. Ich weiß nichts über dich. Nicht einmal, wie du heißt. In der kurzen Zeit, die dir bleibt, kannst du mich Infinite nennen. Der hat zu viel Spaß. I love it. Siehst du Infinite? Jetzt lernen wir uns kennen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du romantische Spaziergänge am Strand? Woher stammt deine Macht? Die ersten beiden Fragen kannst du überspringen. Woher meine Macht kommt, geht dich nichts an. Tut mir leid. Diese große rote Zielscheibe hier. Antwort bestehen mit Nachdruck. Dein Belang ist zwecklos. Son, alles klar? Ich hab, by the way, ne, der Song ist von Danger Kids. Wenn ihr nicht wisst, wer die Band Danger Kids ist, sucht mal nach Danger Kids. Das ist eine saugeile Band. Ohne Scheiß, und die haben noch mehr gemacht als nur den Theme. By the way, ich finde den Battle-Theme tatsächlich auch ziemlich gut. Und noch ein Fun Fact. Als ich es zuerst gehört habe, fand ich es absolut scheiße. Ohne Scheiß. Als ich Infinite's Theme als allererstes gehört hatte damals, fand ich ihn richtig scheiße. Like no shit. Ich fand den Theme so absolut scheiße, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Dann habe ich ihn ein paar Mal mehr gehört und ich fand ihn auf einmal richtig geil. Du zappelst also immer noch, du kleine, dreckige Ratte. Alter, der hat so viel Spaß an seinem Voice-Acting-Job. Ich zeig dir meine Stacheln. Wow! Okay. Ist nicht unbedingt. Machst du auch mal was jetzt? Ich glaube, ich habe ihn raus. Das habe ich auch mit manchen Anime-Intros. Manchmal musst du das Intro ein paar Mal hören, um es zu mögen.
Alter, ist der easy. What a pushover. Ich fühle mich ja gerade schlecht, dass ich da einmal gegen gestorben bin. Stirbt er jetzt auch? Achso, es ist scripted. Der hat zu viel Spaß und I fucking love it. Ohne fucking shit, ne? Infinite's Voice Actor hat definitiv zu viel Spaß and I fucking love it. Oh cool, ich könnte Donald werden. Oder ein Cyborg, ist auch ziemlich edgy. Hey, Betragi. Eat shit! Wie erwartet. Es lohnt sich nicht einmal, dich zu töten. Ohne Scheiß, Infinite ist der einzig gute Faktor an der deutschen Synchro. Alle anderen sind legit shit. Wurden unterbezahlt oder hatten absolut scheiß Directing. Was ist das denn jetzt? Aha. Yeah, why not? I don't need that. This is even more edgy. Ich sag euch, das wird... Ich habe eine Mission, fucking Infinite zu übertrumpfen, was Edginess angeht. Damit bin ich schon gar nicht mal so schlecht. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Mir gefällt die Kopfbedeckung nicht, you know? Lass mal aktuell noch so. Das bräuchte ich in Schwarz. Oder wir behalten einfach das an, um einfach zu sagen, Leute, haltet Mindestabstand und bleibt zu Hause. You know what we do that. Ich habe versagt. Und dann hat Dr. Eggman yes. Monster Sonic erwischt. Unseren Sonic, meine ich. Aber jetzt bist du hier. Als ob die Welt einen Sonic braucht. Irgendein. Um in irgendein! Wenn wir Dr. Eggman besiegen, ist der Krieg vorbei. Dein Nugget hat sogar eine gute Message. Sie, er ist vielleicht ein bisschen edgy, aber er ist auf jeden Fall, er hält sich an den Hygieneabstand. Hey, der Sensor hat Dr. Eggman aufgespürt. Schnell! Ne, also man kann sagen über ihn, was man will. Er mag ein ziemlicher Edgelord sein, aber er hält sich an den Hygieneabstand zu seinen Mitmenschen und geht nur dann raus, wenn das wirklich muss. Ich bin tot. GG. Wir müssen schnell Dr. Eggman. So bekommt er keine Vogelgrippe. Das Signal kam aus dieser Richtung. Hier ist By the way, in wie vielen Sonic-Spielen müssen wir noch durch Green Hill Zone spielen? Sei auf der Hut, Sonic. Ich meine, legit original Green Hill Zone. Nicht, ne, lass mal eine andere Green Hill Zone machen, sondern Green Hill Green Hill Zone. The Greenest Hill Zone. Können wir die Level bitte echt skippen? Weißt du, ich weiß, ich habe gesagt von wegen des Gameplay in den anderen, das spielt sich automatisch. Aber fucking hell, Oldschool Sonic ist ja mal boring as fuck. Weil einfach, es passiert ja mal gar nichts. Weißt du, du hast so diesen Crack-Rausch quasi von den neuen Sonic-Leveln und dann kommt Oldschool Sonic und schläft ein. Einfach weil es sich so. It controls so fucking boring. Seltsam. Da drüben ist eine Wüste.
Das stimmt nicht. That's racist. Boah, Alter. Hätten sie ihm nicht wenigstens irgendwas geben können? I mean, irgendwas? This character is so fucking boring. Nennt sich Klimawandel-Tales. So in etwa, ja. Die anderen haben alles irgendwie jetzt so Fähigkeiten oder irgendwas. Nur Oldschool denkt sich so, ja Mensch, ich laufe real fast. Hab halt legit keine anderen Fähigkeiten. Englische Stimme von Creek, Darksiders, Azeroth, Azeroth Rev und Yasuo, League of Legends. Hasaki! Oh, cool. Ich meine, jedes Mal, wenn ich Yasuo höre, muss ich einfach nur den Drang widerstehen, Hasaki zu brüllen. Weil das so der einzige Redeeming Factor ist, den er hat. Speaking, ich habe gesehen, Yasuo ist in der Rota. Ich hab Yasuo nicht. Ich war legit am überlegen. Wenn wir nachher unsere Stubbenrunden machen, war ich legit am überlegen, einmal Yasuo zu spielen und einfach zu inten. Komplett abzukacken. Boah, Knast-Outfit. OG Sonics Stages sind halt echt boring as fuck. Jesus Christ, diese Schuhe. I kinda like them. Oreo Ghetto! Super, danke Seref. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nie mehr irgendwie outhören können. Das werde ich wahrscheinlich nie irgendwie outhören können. Und damit ist die Beseitigung der Phantomrubin-Prototypen abgeschlossen. Es war ein fehlerhaftes Modell. Es konnte nur die DNA des Aktivierenden aufzeichnen. Oreo geht dumm. Meiner Stärke könnte es jemals aktivieren. Das ist jetzt egal. Das Labor im Mystic Jungle ist abgesperrt. Übrigens, bist du dort nicht Sonic begegnet, nachdem er entkommen ist? Ja, aber er konnte gegen mich nicht standhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Du hast die Igel leben lassen? Das ist ein sehr guter Grund zur Sorge. Für dich vielleicht. Er besiegt dich seit Jahren immer wieder. Ich habe ihn beim ersten Versuch überwältigt. Phantom-Rubin-Prototypen? Und Sonic lebt? Sonic, so Bitch, ich stehe genau neben dir. Wir fahren fort wie geplant. Natürlich, unser Plan wird den Widerstand vollständig auslöschen. Und aus der Asche der Welt wird sich das glorreiche Eggman-Empire erheben. Können wir nicht Jim Carrey haben? Wird sich der Mann like, please. Phantomrubins beugen. Alle werden unterworfen. Cool. Du! Oh. Dafür habe ich keine Zeit. See ya. Echt mal. Das überdrückt sogar. Okay, das ist mein Genie ist mal nicht beeindruckt. Okay, ich verstehe. Ich hätte ihn aber fast schon instant gekillt. What the fuck? Das überdrückt sogar meine Erwartungen. Mein Genie ist mal nicht beeindruckt. Das heißt nur, dass du dich verwendet hast. Das sehe ich als Misserfolg. Ja. Erwartungen zu übertreffen ist der ultimative Erfolg. Das musst du nicht verstehen. Egg Dragoon? Okay, das ist kinda stylisch. Den Boss mochte ich hier in Unleashed. Oh. Für einen Mini-Sonic aus einer anderen Dimension bist du ganz schön frech. Aber der Egg Dragoon hat nur 10% seiner Kampfstärke verloren. Oh shit. Das wird sich bald heraus. I'm using only 10% of my power. Ja.
Und hat scheinbar ein paar mehr Drills. Oh fuck. Ring, ring, ring. Heck Dragoon out of nowhere. Shit. Ich hab einen Spin Attack, schau's mal. Ist nur mit dem Controller ein bisschen merkwürdig zu benutzen. Oh, I need that. Schön, wie dieser Boss halt nichts anderes kann, leider. Außer Dreck schmeißen und Zeug schießen. Wenn ich das so mache, geht doch viel leichter. Es wäre keine Herausforderung, dich hier zu vernichten. Yes, natürlich. Da ist der ganze Widerstand dran. Warte nur. Small tip, don't die. Small tip, geht gut. Ei erschlagen. Alter, dieses Ei ist so geschlagen. Ups. Okay, so einfach kannst du Cutscene skippen. Ich habe aus Versehen auf X gedrückt gerade. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir irgendwas Schlimmes verpasst haben. Wir müssen die Leute dort rausholen. Wen können wir schicken? Sonic und Silver müssen sich erholen. Wir sind mit dem Feind in Seaside Hill beschäftigt. Wir haben niemanden übrig. Die achte Einheit hier. Wir sind unter feindlichem Beschuss festgenagelt. Puh, ist echt irgendwie so eine Furry-Version von Medal of Honor. Ich merke das schon. Ich habe eine Aufgabe für dich. Kehre in die Stadt zurück und rette die Zivilisten. Okay, I guess. Was ist das denn jetzt? Aha. Scheint mir irgendwie echt wertlos zu sein. Sind schon Level 12. Da, will ich wissen, wie viele Stages dieses Spiel hat? Was ist mit den Leuten, die wir nicht rechtzeitig evakuieren konnten? Die sterben? Wir sind mit Feinden beschäftigt und können nicht nach Zivilisten suchen. Die stecken mitten im Kampf, können auch nicht helfen. Du bist unsere letzte Hoffnung, Rico. Rettung liegt in deinen Händen. Auch wieder Musik, ne? Ziemlich gut. Das sind Death-Egg-Roboter. Werden die jetzt in Serie gefährdet? Okay, das ist nicht gut. Das könnte für den Rekruten zu viel werden. Deine Mutter ist zu viel. Ignorieren. Kein Problem für dich, oder Rekrut? Ich dachte, ich bin einfach verschwunden. Okay, Blitz. Gute Arbeit. Sehr beeindruckend. Puh, du hast es dir wirklich gezeigt. Komm schon. Wie soll ich das denn überbieten? Okay, jetzt muss ich dann doch fragen, what is this music? Wir haben die feindlichen Linien durchbrochen. Die Rettung ist im Gange. Der Fluchtweg ist gesichert, also kommen alle sicher raus. Dank des Rekruten wendet sich das Blatt langsam. Lasst uns so weitermachen. Ich find's halt geil, weißt du? Hätten sie der Waffe oder generell der Waffe irgendwie einen Drawback gegeben, ne? Also irgendwie. Dann wäre es ja gar kein Problem gewesen. Aber da die ja gar kein Drawback hat, ist das so eine Sache. Oh, fuck it. Ich bin gerade mehrfach durch Gegner durchgemorpht, by the way.
Mädchen, ne? She seems overpowered. Nachricht von der Basis. Der Feind flüchtet. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. I did nothing. Ich hab das Gefühl, ich hab grad Bock, Nightcore zu hören. Ja, yeah, I kinda like my character. So langsam fange ich an, ihn zu mögen. Oh, scheiße, ein Cowboy-Hut. Okay, damit können wir edgy sein und Personal Spice hier respektieren. Holy shit! Das war beeindruckend, aber es gibt noch viel zu tun. I did nothing. Großartig. Ich wusste, dass du es schaffst, wenn du nur an dich glaubst. I still didn't do anything. Nicht schlecht, aber wie sehe ich denn aus, wenn du im Rampenlicht stehst? Du siehst aus wie immer, Vector. Was bedeutet eigentlich fucking SOS? Spiel mit Avatar, nur für seine Künstler-Wispen benutzen. Cool. I don't want to do that. Das klingt dumm. Ich kann's nicht glauben. Sonic lebt. Wenn für mich nie wieder ein Wunsch wahr wird, war es das wert. Los, wir müssen ihn finden und ihm von Dr. Eggmans Plan berichten. Was immer sein Plan ist. Dr. Eggman hat erwähnt, Sonic sei im Mystic Jungle gewesen. Boah, scheiße. Okay, warte. Nee. Nee. Dann ist es dann doch cooler, seine Haare so zu tragen. Und ich mag die Augen zu sehr. Ja, jetzt können wir den Hygieneabstand einhalten und sind auch noch edgy dabei. That's the spirit. Es gibt echt eine Menge Zeug, wo du haben kannst. Jesus fucking Christ. Ich meine, wusste Tails schon, dass Sonic lebt? I don't know. Maybe. Hat ihm das einer von euch mal gesagt? Wenn ich das richtig gehört habe, sollte nee. Sonic hier sein. Komisch, dich um Hilfe bei der Suche nach Sonic zu bitten. Aber wir brauchen dich. Oh boy. Can I leave now? Mein Instinkt sagt mir, ich will hier nicht sein. The fuck is this? What am I? What? Oh, Alter. Okay, das ist mir immer noch lieber hier. Alter, OG Sonic ist ein Albtraum. GG! Das Spiel an sich ist ziemlich mediocre an sich, aber dann kommt fucking OG Sonic und macht alles schlimmer. Allein mit seinen Controls. Weil die Controls sind fucking garbage, yo. Ist einfach way too clunky. Ist er nach Hause gegangen? Okay. Why is it there then? Oh, I hate this already. I wanna go. I wanna be home. Okay, I can't go home. Alter! Oh mein Gott. Es sieht so scheiße aus, wie es sich an... Es fühlt sich so scheiße an, wie es sich anfühlt, Leute. Das kann ich euch sagen. Das Level ist... Oh, Alter, das Level ist schrecklich. This level is garbage.
Gabajo Gazpacho! Oh, Alter. Let me out. Let me out of here. Ist das ein fucking Mario Maker Level oder was ist das hier? Dann auch wieder visuell, ne? Ja, ohne Scheiß, designtechnisch sieht es ja echt an einigen Stellen echt schön aus. Also da haben Leute versucht nachzudenken. Aber dann hast du solche Momente, wo du dir denkst, so, boah, es kontrolliert sich wie fuck. Die Steuerung ist echt tragic. Alter, absolut. Obertragodios. Das System zeigt einige seltsame Messungen. Ah, Miss Fräulein Bora Bora ist wieder da. Sonic gegen Infinite gekämpft hat. Das ist vermutlich einer von Dr. Eggmans Robotern. Ich sehe zwei Lebensanzeigen. Definitiv keine Roboter. Rekrut, geh zum Labor und sieh dir das an. Mach's doch selber. Sieh aus wie dein persönlicher Spaß oder was? Ich glaube, du hast das Game schon bald durch. Mein Gefühl sagt mir was Ähnliches. Wenn das keine Roboter sind, was dann? Wenn es Feinde sind, könnten zwei auf einmal für den Rekorden zu viel sein. Ich find's doch geil, wie sie ständig sagen, dass ich scheiße bin. Gibt einem als Spieler echt ein geiles Feeling über deinen Charakter. Ey, warum haben die normalen Stages alle fucking Vocal-Soundtracks? Wie gesagt, das ist so ein, ne, I like it. Ich mag ja Vocal-Soundtracks. Aber es scheint so out of place. Da hätte ich mal länger gedrückt halten sollen. Ja, this is what you do in this game. Du schwimmst wohl gar was? Willst du etwa selber auf der Rutsche spielen, Harry? Ich meine nur, dass wir uns nicht ablenken. Alter. What the fuck is this game? Hört sich mal einer an. Du schwimmst wohl gar was? Na, eigentlich nicht, weil die Steuerung hier ist gerade noch schlimmer als mit OG Sonic. Weil irgendwie du kannst... Oh mein Gott, irgendwie... What the fuck? Okay. Du schwimmst wohl gern, was? You like sucking dick, ey? Oh mein Gott. Können wir darüber kurz reden, bitte? Can we talk about this? Jesus fucking Christ, I just saved this. Alter, nee. This game is something. Oh, that's edgy. Das Spiel hat nur 30 Level. Sind wir nicht schon irgendwie bei 18 oder sowas? So we're good as done. Hold on a second. I'm sorry. Ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst... Du sorgst nicht zu viel. Schau, mir geht es spitzenmäßig. Und dich habe ich seit Generationen nicht mehr gesehen, alles klar? Seit Generationen! Ist gut. Die schlechte Nachricht ist,
Dr. Eggman hat einen Plan, uns in 3 Tagen zu vernichten. 3 Tage, hä? In der Zeit kann viel passieren. In der Zeit wurde dieses Spiel scheinbar programmiert. Geheimes Level. Oh yeah. Level 15. Wir sind also schon halb durch. Dr. Eggman sagte, sein Plan würde uns alle komplett auslöschen. Das klingt nicht gut. Normalerweise würde ich darüber lachen. Aber er beherrscht schon fast die ganze Welt. Was hat es mit dem Plan auf sich? Hey, ich will ja nicht stören, aber wir werden angegriffen. Shadow zerschlägt unsere Truppen. Wir brauchen Verstärkung. Guckt mich nicht so an dabei, ja? Shadow, letztes Mal hat er für Dr. Eggman gekämpft. Stimmt gar nicht. Das ergibt keinen Sinn. Warum würde Shadow dem Feind helfen? Das ist wohl mein... Hallo, kümmer du dich um deine Angelegenheiten. Ich werde es herausfinden. Unappropriate, Knuckles. Unappropriate. So this is what it takes to be infinite. Holy fucking shit, yes. Ich könnte natürlich auch ein Zebra sein, wenn ich es möchte. Bin hier. So viele Death-Egg-Roboter? Das soll wohl ein Scherz sein. Ich will ja nicht jammern, aber das sind zu viele. Mit so vielen. Ist es gerade das. Ist es nicht fast dasselbe Level, wie wir vorhin hatten? Achtung! Shadow wurde gesichtet! Hi! Fact. Oh yeah. Ich habe, by the way, keine Ahnung, was die Dinger machen. Ich sammle sie einfach ein, weil es mir die Farbe gefällt. Es ist vor allem schade, dass während des Speeds einfach die Musik total scheiße wird. Und dass Sonic's Walk Cycle mal terrible war. Habt ihr das gerade gesehen? Ich erinnere mich noch an Sonic Adventure 2, wo es tatsächlich schwer war, einen S-Rang zu bekommen. Du hattest ein ziemliches Long-Ass-Level, wo du einfach nicht sterben durftest. Ich kann also auch Megatron sein. Das ist kinda nice. Shadow, was soll das Ganze? Chaos-Kontrolle! He just kicked him in the dick. Noch ein Shadow? Er ist einfach verschwunden. Ja, stimmt, er hat keinen S-Rang, sondern A-Rang. Echt? Ja. Nicht echt? Aber, nee. Ne, you know what I mean. Es war da nicht so einfach. Infinite kann Kopien in virtueller Realität projizieren. Sie haben Masse und Stimme ist gut, aber passt aber so überhaupt nicht. Virtuelle Realität? All diese Leute, die in Eggmans Armee gesehen haben? Kopien. Sie sind zwar nicht echt, aber trotzdem genauso stark wie die Originale.
Laut Rouge kann Rouge, sag das bitte nochmal. Er kann also nach jedem Kampf immer neue Fälschungen herstellen? Genau. So wie die Dinge stehen, können wir nicht sehen. Ohne Scheiß, die Stimme gefällt mir, passt aber so gar nicht. Natürlich können wir. Wir siegen immer. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau wie. SOS, I don't give a shit. Achtung! Ich höre, dass Dr. Eggmans Truppen in der Basis in Metropolis unterbesetzt sind. Dr. Eggman sammelt seine Truppen vermutlich woanders. Das könnte unsere einzige Chance sein, die Stadt einzunehmen. Darf ich, by the way, mal fragen, warum sämtliche Münder von den Charakteren so seitlich an deren Backe hängen? Fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Warum hängt Knuckles Mund basically in seiner Backe? Espios genauso. Genau. Starten einen vollen. Und wo ist eigentlich Big? Genau! Ich nenne es Operation Große Welt. Oh, vor ein paar Jahren hättest du es nicht machen dürfen, Knuckles. Wen kümmert der Name? Was wir hier wirklich brauchen, ist die perfekte Strategie. Für die Strategie habe ich keine 2 Minuten gebraucht. Wir rücken schnell und rücksichtslos vor und hören nicht auf, bis Dr. Eggmans Armee zerstört ist. Sonic ist mit Shadow beschäftigt. Aber wir können es schaffen. Wir haben die Stärke und den Willen zum Sieg. Ich könnte mir keine bessere Truppe wünschen. Ha! Tolle Rede! Lasst es uns Dr. Eggman so richtig zeigen! Sie sind zahlenmäßig überlegen. Eine schnelle, gezielte Attacke ist also eine gute Idee. Außerdem haben wir Sonic. Den anderen meine ich. Den man nicht haben will. Ganz bestimmt. Und wenn wir den Phantomrubin zerstören, kann der andere Sonic nach Hause zurückkehren. Das hoffe ich zumindest. Ich verstehe das alles noch nicht recht. Okay, dann los. Zu Dr. Eggmans Hauptquartier. Es ist Zeit, die Welt zu retten. Cool. Also wir sind echt schon über die Hälfte fertig. Alter, this game is fucking short. Das liegt halt auch daran, weil die Level so absolut kurz sind. Oh hey! Die wollten hier echt edgy werden, man merkt das. Ist schlecht. Ich glaube, das haben viele gesagt, als das Spiel rauskam. Oh, wow, 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 wow. Das Schlimme ist, du kannst ja solche Sachen auch einfach tanken. Because warum nicht? Du hast ja so viele Ringe und kriegst so viele neue. Ausgelöscht, by the way. Der Rekrut. What the fuck is this? Warum packt man denn das Spikes überhaupt ans Ende? What the fuck? Wenn du sowieso danach in eine bodenlose Grube geschmissen wirst, warum sind denn da Stacheln? This game is so much weird. Der Rekrut. Der kann das gut. Kann es nicht weitergehen. Ich gebe es nur ungern zu. Aber fürs Erste können wir uns nur zurückziehen und neu versammeln. Das wollte ich nicht mal. Weißt du, du hast hier so viele Gegner, ne? Aber du machst halt einfach ihn hier und es ist einfach alles tot.
ist vorbei. Rückzug und neu probieren. So, this was basically useless. Ja, irgendwo, ja, es fühlt sich echt wie ein Fangame an. Als ob irgendwie Mania und Forces die Dings getauscht hätten. Spiel ich hier denn mit meinem Charakter? Weil wenn, dann würde ich ja... Wie war das irgendwie? Das Feuerding macht mehr Damage? Kinda makes sense, to be honest. Okay, Arbeit ruft an. It's gonna be fun. Fucking hell. Zumador! Ich hasse meinen Job. Oh boy. Bei deinem Text. Ich werde jetzt hier nicht den Stream heute Abend kurz schließen, nur weil irgend so ein Bullshit schon wieder passiert ist. This is not gonna happen. Der lächerliche Rebell. Ob diese Welt mich je herausfordern wird. So edgy. Und wie als Antwort schickt die Welt mir ein zitterndes Kind. Willst du hier kämpfen und sterben oder wieder davonrennen? Hey, hab keine Angst. Das ist dein großer Moment. Immer weiter. Lass dich nicht von Angst überwältigen. Na gut. Ich werde dich das Fürchten lehren. Dann Schmerz. Und dann wird alles ein Ende haben. Boah, Character Development. Nothing personal, kid. Den Schwächling haben sie wohl zurückgelassen. Die Starken werden die Schwachen immer besiegen. Kann ich ihn damit überhaupt treffen? Zu zart für diese Welt. Hold on, what? Ja, nö, es ging darum, dass ich, entgegenkommen sollte, für, damit ich mir einen Schlüssel holen kann. Und ich denke mir so, no, ich musste heute auch deswegen extra einmal hin. Ne? Ich glaube, ich kann ihn gar nicht treffen damit. So, ich kann den Scheiß nicht kaputt machen. Hat man mich getrollt? Ich glaube, man hat mich getrollt. Ich glaube, das war so dieser eine Chat-Moment. Ich komme da gar nicht hoch. Ja, ich glaube, man hat mich getrollt. Macht mehr Schaden. Ja, ich komme nicht mal an.
Ich komme da nicht mal hin zu ihm. Das ist geiles Design. Ja, aber wie gesagt, sehe ich nicht ein. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust hier, den Stream kurz zu schließen, nur um den da nochmal hinzulatschen. Habe ich jemals gesagt, ich spüre nochmal Risk of Rain? Nee, ich habe gesagt, generell, wenn mal wieder was da zu tun wäre. Zurückgelassen. Die Starken werden die Schwachen immer besiegen. Du bist einfach zu zart für diese Welt. Boah, Alter. Ja. Das ist schon nahezu stupid. Cool. Dauert nur ewig. Macht halt null Damage an ihm. Aber es macht wenigstens Damage. Ich komme wenigstens an. Was bringt es überhaupt, dass ich die Dinger einsammle? Es passiert nichts. Fiel mir der erste Boss mit ihm besser. Vor allem, ich kann hier meistens nicht mal sehen, wo mich etwas trifft. Es macht so wenig Damage, ne? Was hat mich denn da jetzt getroffen? Oder hier? Hä? Boah, Alter. Ja, das, da bin ich in die Kanone gerannt. Das habe ich gesehen. Alter, ist dieser Boss scheiße. Und mit Scheiße meine ich scheißen langweilig. Boah, Alter. Das ist so eine Kugel gewesen. Ach, Alter, ist das ein scheiß Boss. Beständig in der fucking Virtual Boy Zone. Ja, nice. Wow. Achso, ich morph dann einfach durch die Dings. Okay, das ist gut. Alter. Ich weiß nicht, irgendwie hat dieses Spiel ein ganz merkwürdiges Balancing-Problem. Entweder ist ein Boss viel zu einfach, oder er ist einfach viel zu langweilig und, ne... So wie das. Das war ein Haufen R2-Gemäsche. Okay, aber jetzt ist meine Frage, warum sollte man diesen Flammenwerfer denn überhaupt noch mitnehmen? Der scheint mir denn absolut unnötig mittlerweile zu sein.
Boah, Knuckles-Shirt. Ich erinnere mich an dich. Du bist geflohen. Du hast überlebt. Jetzt wirfst du dein Leben weg. Seltsam. Zeit, Abschied zu nehmen. Was? Wie ist das möglich? Das kann nicht sein. Wie hast du? Macht nichts. Es bleiben ihnen nur 2 Tage. Sollen sie über das Unausweichliche nachsinnen, bis ich sie endgültig auslösche? Operation Große Welle lief gut. Aber als dieser Phantomrubin zum Einsatz kam, ging alles schief. Dieser falsche Shadow wurde mit Hilfe des Phantomrubins erschaffen, richtig? Selbst als virtuelle Kopie ist er genauso stark wie der echte Shadow. Rouge, hast du die Informationen, die ich brauche? Nein, noch nicht. Aber Berichten zufolge befindet Dr. Eggmans Datenbank sich im Chemiewerk. Wenn wir dorthin gehen, finden wir vielleicht etwas. Das klingt vielversprechend. Wir müssen herausfinden, was es mit Infinites macht und dieser virtuellen Realität auf sich hat. Tate! Klar, ich gehe mit Sonic. Ich meine mit dem anderen. Oh nee. Chemiewerk. Oh nee. Tut denn das Note? Muss das sein mit dem Jungen? Laut Rouge sollte hier irgendwo eine Datenbank sein. Wir müssen das richtige Gebäude finden. Das Gebiet ist ganz schön groß. Die Suche könnte also etwas dauern. Nee, vor allem, wie gesagt, ich sehe es halt echt nicht ein. Weißt du, ich bin heute... Nee, ich habe heute auch frei. Ich bin heute extra nochmal zur Arbeit gegangen, obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Nur, damit ich den Schlüssel abgebe. Und jetzt soll ich nachher nochmal los, um ihn mir wiederzuholen? Are you fucking mental? Sehe ich aus wie euer Bilbo? Nehmen wir jetzt nochmal Schluss mit lustig. Aber mal ganz ehrlich, ne? Also langsam echt den Faxen dicke hier. Ich glaube, Leute verlieren echt den Verstand bei mir. Ich gehöre da by the way zu. Ich werde langsam auch bekloppt. Im Sinne von, boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Das ruiniert mir die ganze... Das ruiniert mir echt die Laune. Das ist erstaunlich. Weil, for fuck's sake, warum? The fuck why? To be honest, ich fand Colors tatsächlich nicht mal so gut. Ich fand's okay. Aber... Naja. Boah, cool. Anti-Drowning. Man ist nicht mal schnell genug, um da hochzukommen. How the fuck? There we go. Vor allem, das ist echt wie die Original Zone von damals, ne? Ist ja an sich schon nice, aber... Ich weiß nicht, irgendwie haben sie das schon in Generations abgezogen. In Generations war es nice. Jetzt mittlerweile ist es halt so... Nach dem Motto, you did this already. Oh mein Gott, das haben sie so verändert, dass man hier nicht instant stirbt. Ich meine, ich erinnere mich an die Stelle im Original.
Und ich glaube, ich werde hier sterben. Weil das die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ist das eine Unterwassersteuerung. It's the worst. It's the fucking worst. Oh. WhatsApp, was denn nun schon wieder? Oh mein fucking Gott, was ist denn jetzt schon wieder? I got wall of texted. I don't have time for this. Ich hab frei. Da will ich nicht von meiner Arbeit wall of texted werden. Alter, was ist denn da heute los? Das ist so frustrierend alles. Ei, Karamba! Ich jiete mein Handy gleich einfach mal quer durch den Raum. Daten dieses Rechners zugreife. Okay, fehlgeschlagene Schlachtpläne, alte Roboterdesigns. Wow, 10 Gigabytes an Selfies. Aber wo sind nur die... Aha, virtuelle Realität-Waffe. Der Phantom-Rubin. Ich habe gerade Waffel gelesen. Eine Waffe, die die visuelle und Tiefenwahrnehmung kontrolliert, dem Gehirn falsche Informationen schickt und so für Opfer eine neue Realität erschafft. Wie, als ob man einen blauen Fleck bekommt, wenn man sich im Traum stößt? Unglaublich! Dr. Eggman hat mit verschiedenen Prototypen experimentiert und dann die finale Version... Ja, ich soll unbedingt heute an meinem freien Tag schlechte Laune haben, ich merke das schon. Ich meine, wie kann ich es wagen, tatsächlich mal nur meine Stunden zu haben, während alles den Bach runtergeht? Das muss ich gleich den anderen sagen. Das ist schön. Extra ich sitze nicht gern nice. Herum, aber es gibt nichts zu tun, bis Tails zurück ist. Zu früh gesprochen. Metal Sonic wurde in der Stadt gesehen. Oh shit, boy. Noch eine Kopie? Warum eine Kopie von etwas machen, was sowieso nicht echt ist? Warum nicht einfach mehr bauen? Wie auch immer, der gehört zerstört. Auf geht's, Partner. Sonic Forces gibt mir nicht mal schlechte Laune, to be honest. Achtung, Metal Sonic, es ist halt enjoyable mediocre. Das war wirklich knapp. Gute Arbeit, Partner. Weiter so. Aber Arbeit geht mir generell hart auf den Piss. Ich warte eigentlich jeden Tag nur drauf, dass es mal besser wird. Das war's für dich. Problem ist, it doesn't. Wir können diese Dinger nicht frei herumlaufen lassen. Okay. Das etwa auch dem Phantom-Rubin zu verdanken? Dr. Eggmans neue Erfindung ist wirklich nervig. Lagen die gerade alle da überall rum? Nice. Okay. Ja, und das ist jetzt wieder so ein Boss, wo ich mir so denke, so, what, why? Why existing? Das ist ein bisschen... A bit tight, don't you think? Danke. Zusammentun ist nichts unmöglich.
Doppel-Turbo! Okay. Abgefuckt den Boy. Richtig hart abgefuckt den Boy. Ich habe halt auch keine Ahnung, was Voraussetzung ist, um bessere Ränge zu bekommen. Power of Friendship, Yugi. Yugi! Hey, wir waren toll. Wie eine gut geölte Maschine. Im Kampf gegen eine gut geölte Maschine. Ja, Mann. Und Zeug so, ah! Wieso hast du Roboterhände? Oh, geheim. Geheim ist mein Scheiße. Oh, Green Hill. Ich weiß, wie wir Dr. Eggmans Phantomrubin. Nächster, bitte! Neo Metal, danke für den Sub, mein Dude. Und by the way, ich glaube, ich habe da gerade vorhin was verpasst. Ja, Lars, vielen Dank fürs Follow, mein Dude. Gute Arbeit, Tails. Diesen Informationen zufolge benötigt war wohl gerade, als ich einmal telefonieren musste. Eine enorme Menge Energie, die nur das Death Egg liefern kann. Wir unterbrechen einfach die Energiezufuhr und zack! Schon ist der Phantomrubin außer Gefecht. Einfach? Als ich das Death Egg das letzte Mal sah, war es ein schwer befestigtes, naja, Death Egg. Stimmt, aber ich habe einen Plan. Erst lenken wir Dr. Eggman ab. Dann hacken wir uns mit Hilfe des Chemiewerkcomputers ins Waffensystem des Death Eggs und deaktivieren es. Oh, wir machen das Ei kaputt. Sind die Waffen deaktiviert, ist es ein Klacks, das Death Egg zu zerstören. Ohne Death Egg ist der Phantomrubin quasi nutzlos. Das ist so verrückt, dass es sogar klappen könnte. Erst brauchen wir ein Ablenkungsmanöver. Bin schon dabei. Nein, Knuckles, du lässt dich zu leicht ablenken. Das ist schlecht fürs Ablenken. Außerdem bist du unser Kommandant. Du lässt dich zu leicht ablenken. Das ist schlecht fürs Ablenken. Wie ist denn mit dem Rekruten? Dr. Eggman rechnet nicht damit. Vielleicht verwirrt es ihn sogar. Gute Idee. Du hast deine Befehle, Rekrut. Wir haben nur noch einen Tag, bis Dr. Eggman seinen Plan ausführt. Okay. Bruh. Für Eggman in Smash stelle ich mir sogar witzig vor. Unbekannte Wärmequelle erfasst. Bitte um Analyse. Moment! Das ist ein mehrbeiniger Kampf-Mech. Die Energie sprengt jeden Rahmen. Dr. Eggman hat also noch eine Waffe auf Lager. This music. This music, guy. Das ist ein fucking Zaun. Ja, irgendwie seitdem ich Jim Carrey als Eggman gesehen habe, akzeptiere ich irgendwie auch nur noch Jim Carrey als Eggman. Überlass uns das Chemiewerk. Mach so viel Kraft, wie du kannst. Es ist irgendwie so in dem Spiel, als ob sie dir vertrauen, aber irgendwo nicht. Oh, scheiße. Chemiewerk. Mach so viel Kraft, wie du kannst. Okay. Natürlich genau vorm Checkpoint. Okay. This is kind of bullshit, and I think you know it. How the fuck?
Oh mein Gott, die Musik ist so fucking cheesy, wenn ich das jetzt mal so höre. Oh, kannst du da bitte hochgehen, du scheiß Vogel. Nennt sich Spinne. Das könnte aber auch eher eine Krabbe sein. Ich muss nicht mal laufen, ich merke das jetzt erst. Ich muss nicht mal den Stick bewegen. Giant Enemy Crab. Oh nein. This giant enemy crab is chasing you. Ich muss mir echt dran gewöhnen, dass ich hier unten nicht mehr so viel Freiheit habe. This is weird. Cyberschuhe, aber ich mag mein Design eigentlich jetzt schon, wie es ist. Ich bin fast da. Wie läuft die Ablenkungsaktion unseres Rekruten? Sehr ablenkend. So weit, so gut. Wir sollten vielleicht nicht mehr Rekrut sagen, wenn das so weitergeht. Als nächstes müssen wir an die Computer im Chemiewerk und das Waffensystem des... Perfekt! Endlich kann ich mal zeigen, was ich drauf habe. Awesome. Ja, irgendwie so ein bisschen Ländereroberung, wo ich keine Ahnung habe, warum. Der Rekrut hat sich als Lockvogel gut geschlagen. Jetzt bist du dran. Wir müssen das Chemiewerk einnehmen. Wenn jemand dich aufhalten will, mach ihn platt. Töte ihn! Die werden mich nicht mal kommen sehen. Nee, because I'm drowning. Der Rekrut hat sich als Lockvogel gut geschlagen. Jetzt bist du dran. Wir müssen das Chemiewerk einnehmen. Wenn jemand dich aufhalten will, mach ihn platt. Verstanden. Die werden mich nicht mal kommen sehen. Auch wieder. Die Stages an sich sehen echt cool aus. Ich wollte das coole rote Ding haben, aber ich durfte das coole rote Ding nicht haben. Das coole rote Ding habe ich aber. Sie wissen schon, das Meer, dieses große, blaue, meistens nasse Ding. Ich betrete jetzt das Chemiewerk. Hier hätte ich auch ohne eine Mission Spaß. Okay, bin drin. Die Schaltzentrale liegt vor dir. Dort solltest du das Verteidigungssystem des Deathlake ausschalten können. Was macht dieses Goop Juice mit einem? Ich will doch nur das große rote Ding. Ich finde es ja schön, dass sie diese Rankings immer noch einbauen, ne? Aber irgendwie so ganz an das aus Sonic Adventure 2 kommen sie nicht ran. Das war damals tatsächlich sogar ziemlich gut. Boah, Alter. Jetzt wird's langsam unspaßig. Boah, Alter. Das Platforming vom 2D ist einfach so fucking terrible. Das ist so schwammig. Es ist irgendwie, als ob sie es nicht mehr hinkriegen, vernünftige Controls hinzukriegen. Also so nach dem Motto, dass es tatsächlich sich responsive anfühlt.
Und nicht so fucking sluggish. Boah, Alter. Es ist teilweise echt fucking schneckenhaft. Warum soll ich hier Turbo machen? Das ist ne. Jetzt sind wir auf einmal ja auf einem, in einem Plattformer. Boah, Alter. Nee, das rote Ding. Da habe ich jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe einen Weg in die Schaltzentrale gefunden. Okay. Jetzt können wir das Death Egg zerstören. Ich verstehe mal noch nicht ganz, wann das Spiel dein Händchen halten will und wann es dich einfach nur töten will. Das ist so gerade noch mein größtes Problem. Es ist so eine Mischung aus Händchen halten und abkeulen. Ich verstehe sowieso nicht, was in dieser Stage passiert. Es fühlt sich alles sehr merkwürdig an. The fucking, the fucking fuck! The fuck is the stage? Wer hat denn so einen Murks zusammenprogrammiert? Ich habe einen Weg in die Schaltzentrale gefunden. Okay, jetzt können wir das... Sag einmal! Okay, das in der Mitte ist Bullshit. Ich gehe da gar nicht mehr nach. How about that? Das da in der Mitte ist absoluter Bull. Absolutester Bull-Trash. Boah, Alter, geh doch da durch. Es ist halt schade, weil dieses Spiel hat so viele kleine Probleme, wo eigentlich gar nicht da sein müssen. Ich renne jetzt einfach los. So, so. Okay, then why is this there? Warum ist dieser Punkt vor dem Ziel? Warum ist das da? Ey. Warum zum Fick ist es denn da? Wenn einfach nur damit du denkst, so cool, vielleicht ist da was und stirbst du. Ich habe, by the way, schon halb Beijing eingenommen. Death Egg. Mega Egg. Das Waffensystem ist deaktiviert. Das ist deine Chance. Beeilung! Zerstöre das Death Egg und... Du klingst, als sei das ein Kinderspiel. Das ist ein Death Egg. Keine Sorge, der andere Sonic hat alles unter Kontrolle. Oh nein. Oh nein. Nee, I don't want... Nee, nee, komm, lass mal. Lass mal bitte. Hey, das Verteidigungssystem ist noch aktiv. Das Bruder muss nicht sein. Sie müssen eine Notstromversorgung haben. Keine Sorge, Sonic ist dran. Er wird einen Weg finden. Bruder, lass stecken. Er hier ist halt das Schlimmste. Like the worst. Ich weiß, man kann es schlecht beschreiben. Aber glaub mir bitte einfach, wenn ich sage, es spielt sich like garbage. Er fühlt sich halt unglaublich unresponsive an. Als ob er dir einfach nicht gehorchen will. Entweder überspringt er oder bewegt sich nicht. Es fühlt sich einfach merkwürdig an, ja? Yeah? Es bringt mich durcheinander. Bleib ruhig. Dann findest du den richtigen Weg. Ja, ich will alles zerhauen und den Boden gleich machen. Boah, Alter. This is so weird. Can we stop? Ja. This is fun.
Können wir bitte wieder normal werden? This is, like, you know, terrible. Boah, Alter. Boah. Ja, geil. Small Sonic is the worst Sonic. Please level end. Oder auch nicht. Kleiner Sonic denkt sich einfach so, fuck you, I won't do what you tell me. Okay. Level end, please. Oh mein Gott, level end, please. Es fühlt sich einfach nur scheiße an. Sowas zu treffen, ne? Ist schon das Schlimmste. Und denn solche Plattformen fühlt sich einfach nur unnatürlich an. Oh, please make it end. So eine Scheiße, ist das ein Mario Maker Level? Nur basically Sonic Maker. Ich habe ein S, obwohl ich andauernd gestorben bin. Nur noch 8 Level haben wir. Allein wenn man das so sagt, ne? Es ist schon merkwürdig, wenn man das so denn sagt. Nur noch 8 Level. Was haben wir gemacht? Okay. Sonic is dead, by the way. Ich habe gerade was ganz anderes gehört. Ich habe gerade was komplett anderes gehört. Taktischer Rückzug. Soll das heißen, mit eingezogenem Schwanz abhauen? Digga. Bin ich gar nicht erfreut, Doktor. Klappe und folge mir einfach. Nougat, exactly. Kerbot klingt echt Cancer. Das Ei ist meins. Einsatz erfolgreich. Das Signal des Phantomrubins ist viel schwächer. Das sollte die stärkste Waffe von Dr. Eggman außer Gefecht setzen. Die Sonics haben uns eine Gelegenheit geschaffen. Die dürfen wir nicht verschwenden. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Jetzt, da der Phantomrubin aus dem Weg ist, können wir endlich Dr. Eggman zu Omelette verarbeiten. Hey, man soll die Hühner nicht zählen, bis man die Eier zerdeppert hat. Rouge hat recht. Wenn Dr. Eggman und Infinite noch in der Gegend sind, müssen wir weiter aufpassen. Ich will nur, dass alle sicher heimkommen, okay? Okay, in Ordnung. Alle bereit machen zum Gefecht. Okay, denn. 23, we are almost done. Das ist erstaunlich. War das Game damals Full Price, als es rauskam? Wir kämpfen hier um unsere Welt. Nicht anhalten, nicht umdrehen. Konzentriert euch auf die Mission, egal was passiert. Auf geht's, Leute. Angriff! Hier. 40, ja gut, 40 ist jetzt nicht Full Price, aber trotzdem. Sagen wir mal, für das, was du bekommst, immer noch ein bisschen viel. Wenn wir Dr.
Eggman kriegen, siegen wir. Ich meine, ich bin froh, dass ich es umsonst bekommen habe. Okay! Ich habe Ihnen vollkommen nichts. Jetzt ist er zu nah, jetzt will ich nicht mehr schießen. Warum muss die Musik so verhunzt werden? Schön, gibt es einen Driftknopf? Gibt es einen Driftknopf irgendwie? Weil normalerweise übernimmt das Spiel selbst. Und auf einmal sind da Deathless Pits. Death Pit. Ich drücke nach links. What the fuck? Ich habe jetzt schon nicht mal mehr geboostet. What the fuck is this game? Ich hätte dafür kein Geld ausgegeben. Ich hätte mir in den Arsch gebissen, hätte ich dafür Geld ausgegeben. Okay. Dann Plan B. Spielen wir es halt langweilig, weil scheinbar ist es hier... Okay! This game is so weird. Ist es. Das fühlt sich echt an wie ein Mario Maker Level. Und Mario Maker Level sind in der Regel eine Beleidigung für die Sinne. Oh ja, yeah, das sind echt Mario Maker Level. Ich merke schon. Alter, das sind irgendein Fünfjähriger in Mario Maker designt. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Oh my god, this is terrible. This is so fucking terrible. Son of a bitch! Tactic Play, danke fürs Follow, my dude. Aber ich find's interessant, kaum sag ich, dass Mario Maker Level eine Beleidigung für die Sinne sind und schon feuern mir Leute. Das ist, interessant. How are you survive? Hey, how are you supposed to do this? What the fuck? Alter. Okay, er ist einfach dran vorbeigedriftet. Das funktioniert auch. Die Level werden mit Ende immer schlimmer. Werden nicht unbedingt schwerer, weil... Schwer würde beinhalten, dass tatsächlich Tod irgendwelche Konsequenzen hat. Aber sie werden immer dümmer vom Design her. Es balanciert so nach dem Motto zwischen Händchen halten. Also quasi jedes Mal, wenn du irgendwie den Turbo-Knopf drückst. Ach so soll man dahin. Ja gut. Oh mein Gott. Oh Gott. Es ist so kacke. Es spielt sich so scheiße. Die 2D-Passagen sind so schlecht. So unglaublich schlecht und unresponsive. Ein Fangame hat es besser gemacht und das darfst du nicht vergessen. Ein fucking Fangame. Let me out. Let me fucking out. Vor allem, du kannst ja es geht nicht, präzise Momente damit zu machen. Es funktioniert einfach nicht. Ich ignoriere den roten Müll schon. Ich will hier nur noch raus. Das Spiel lässt mich halt nicht. Oh.
Ich will eigentlich nur hier raus. Das Leveldesign ist halt so fucking schlecht. Nach dem Motto, wir wissen nicht, ob wir einfach mal komplett Händchen halten wollen oder nur ein bisschen Fingern. Da, ich will nur diese Plattform da treffen. Aber es ist unmöglich, in der Luft präzise Bewegungen zu machen. It is fucking impossible. Du bewegst dich entweder gar nicht oder viel zu viel. Das ist das Problem an der Sache. Entweder overshootest du komplett, weil du zu schnell bist, oder du bist zu langsam. Und nichts passiert. Das ist das Problem an der ganzen Sache. So unglaublich unpräzise. In einem Plattformer. Vielleicht da nicht irgendwo anders? Oh, Alter. Lass mich doch, ey. Lass mich existieren. Bitte. Oh mein Gott. Lass mich einfach nur existieren. Oh mein Gott, lasst mich einfach nur leben. Er steht da einfach casually. Oh ja. C, ja bitte, ja. Drück's mir rein. Drück mir schlechtes Leveldesign rein, bitte. This is what I deserve. Null Space, beziehungsweise deren Score. Da muss es nie wieder anfassen. Es sei denn, es ist so easy, hier Platin zu kriegen. Dann greife ich mir die noch irgendwie und dann war's das. Willkommen, Sonic. Schön, dass du kommst. Zu deiner Beerdigung. Boah, Alter, 2005 hat angerufen. Nimm das. Was ist das? Black Cool! Ein netter kleiner Ort, den der Phantom-Rubin ausgeheckt hat. Ein verschlossener Raum, wo überhaupt nichts existiert. Mach's gut, Sonic, mein baldiger Ex-Lieblingsgegner. Viel Spaß in Wow! Nein, tu's nicht, du wirst auch hineingesaugt. Aber wir haben die Energiequelle des Phantomrubins doch zerstört. Da du immer die Energiequelle meiner Waffen zerstörst, dachte ich, ich sollte aus meinen Fehlern lernen. Also ließ ich unter Metropolis eine Ersatzenergiequelle bauen. Okay, cool. Hier haben wir wirklich nichts zu suchen. Lass uns umkehren. Alle warten auf uns. Doppelturbo! Alles super, weiter so, Partner! Nichts kann uns aufhalten, wenn wir Vollgas geben! Nicht einmal Nullraum! Alles klar, Leute? Mann, habe ich all das vermisst! Sonic, was war los? Ihr zwei seid plötzlich verschwunden! Nichts ist passiert, buchstäblich! Jetzt jagen wir Dr. Eggman! Interessant! Es hätte mal die Möglichkeit gegeben, was Cooles zu machen. But game was like, no. Lieber Freundschaftssong. Immer, ich hab nichts gegen Fistbump, ne? Der Rhythmus ist an sich nicht schlecht, aber... Okay, das Beste. Ja,
Find's ja geil, wie der Song nicht verhunzt wird durch Highspeed. Man merkt wohl, das war deren Favorite. Ich finde diese Kampfräume ja immer geil. Sie sind so herrlich useless. Oh wow, das war eine Stage. I don't. Entschuldigung. Hm? Was? Was? Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, aus dem Nullraum des Phantomrubins zu entkommen. Wir sind einfach gelaufen. Nicht allein, aber mit etwas Hilfe von einem Freund schon. Aber davon verstehst du nichts, da du schließlich keine Freunde hast. Ja, scheinbar läuft man zu zweit schneller. Das ändert nichts. Dr. Eggman wird trotzdem zuletzt lachen. Vielleicht hätte er Freunde, wenn er nicht immer in der dritten Person über sich reden würde. Das hier verstehe ich halt absolut nicht, was das soll. Wir haben nicht mal eine Stunde, bevor Dr. Eggman seinen Plan ausführt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen sofort in die Festung. Stimmt. Das ist unsere letzte Gelegenheit, wieder Frieden in die Welt zu bringen. Kannst du noch mehr vorlesen, Silver? Wie wär's damit? Wenn der Kampf vorbei ist, müssen wir uns von Sonic trennen. Also von diesem Sonic. Zum Glück. Ja, wenn der Phantomrubin fort ist, kehrt er wohl in seine Dimension zurück. Danke für alles, Sonic. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. You mean almost nothing? Heb dir deine Gefühle für später auf. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Genau, das ist unsere letzte Chance. Gehen wir aufs Ganze. This looks fucking epic. I don't care, it's the same fucking guy from the past. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, what am I looking at? Was gucke ich mir da gerade an? Leute, was ist das? Alter, it's full on furry war. Lange nicht gesehen. Hast du mich vermisst? Ja, habe ich. Ich freue mich darauf, dich und deine lästigen Freunde zu beseitigen. Ich nehme an, ihr seid bereit für eine Niederlage. Wenn nicht, auch gut. Was? Wer wagt es? Ziel erneut bestätigt. Eliminiermodus aktiviert. Rache unvermeidlich. Du bist ein Roboter, du hast keine Ahnung, was Rache ist. Wann ist endlich Schluss mit diesen Nervensägen? Ich werde euren Widerstand verbrennen. Und euch gleich mit. Wow, das gibt's doch nicht. Das ist ein Spezialeffekt, stimmt's? Nein, ist es nicht. Solange wir unter der Kontrolle des Phantomrubins sind, ist das für uns real. Das ist unfassbar. Was können wir schon dagegen ausrichten? Die Sonne wird auf euch herunterfallen. Stimmt, Chaos hat man kein einziges Mal bekämpft, aber die anderen Bilbos. Das ist echt schade. Das sieht wiederum, ne? Sieh mal, alles reagiert. Dr. Eggman sagte was von Phantomrubin-Prototypen. Lass mal sehen. Oh. Wow, das ist es. Er sagte, ein Phantomrubin-Prototyp reagiert genau auf die Person, die ihn aktiviert. Das bist dann wohl du. Wahrscheinlich haben dein Mut und deine Tapferkeit ihn aktiviert. Wenn du ihn einsetzt, kann er vielleicht diese Sonne verschwinden lassen. By the way, ist gerade Infinite damit beschäftigt, uns zu Genki-Daman? Sind wir gerade kurz davor, Genki-Dama zu werden?
Und diese Musik ist mal herrlich unpassend. Da ging mir der Saft aus. Ich habe einen Walljump? Wir sind in den letzten paar Missionen. Das Spiel sagt mir, du hast einen Walljump. Dafür, ja. Der Vieh an sich ist nicht schlecht, ja. Alter, es ist so kacke, ne? Ich glaube, das Spiel verspricht sich jedes Mal dabei. Ich glaube, er sagt immer Witz. Weil dieses Spiel ist ein Witz. Vor allem, look at this. Ich habe kaum eine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Nice, Genki Dama. Dieser Walljump wurde jetzt am Ende nochmal richtig reingeschuhhornt. Und ist dann absolut scheiße. Also ich soll dahin. Oh. Oh, Alter. Nee, Resi 7 würde ich auch nicht spielen wollen. Es ist so clunky. Ich habe gerade X gemasht wie so ein Berserker. Game is like, no, you didn't. Oh, Alter. Gameplay wurde schlimmer. Normalerweise sollte das Gameplay mit der Spielzeit ein bisschen besser werden. Aber es wird schlimmer. Vor allem, kann man den Charakter noch kleiner machen, bitte? Ich kann ihn noch erkennen, gerade so. Boah, Alter. Es ist so schlimm. Boah, es ist so fucking schlimm zu kontrollieren. Gameplay-technisch ist dieses Spiel absolut schrecklich. Ja, falls du es noch nicht gemerkt hast, das Spiel hat einen Walljump auf einmal. Was ist das für eine Musik gerade? Ich habe gerade verstanden, du verbrennst wie eine Nutte im Feuer. Ah, cool, Instant Death Laser. Because I need that right now. Weil ich in die Richtung wollte. Alter. Der Walljump musste echt nochmal reingeschuhhornt werden, ne? Der hat noch gefehlt. Ich habe gerade gedacht, ich wäre gestorben, weil das Spiel mich falsch platziert hat. Stimmt irgendwie, wann hatten wir das letzte Mal eine 3D-Passage mit ihm hier? Das sieht ziemlich edgy aus. Alter. Ich glaube, die hatten keinen Bock mehr. Drei,
By the way, Eggman, du wirst auch sterben. Du wirst auch gegenki-damart. Ein jeder Gamer. Unmöglich! Ich dachte, alle Prototypen werden zerstört. Ein teurer Fehler, Dr. Eggman. Schrapp, schrapp, schrapp. Immer alles doppelt, wie gute Wissenschaftler es eben tun. Jetzt wird's ernst heute. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und es im Zeichen. Warum werdet ihr noch nicht schon längst angegriffen? Die stehen da einfach und tun nichts. Was ist das denn hier? Warum solltest du irgendwas von denen benutzen? Das scheint mir so herrlich ineffektiv. Jesus Christ, also ich muss ihn ja zugutehalten, ne? Es ist eine Menge Zeug, was du haben kannst. Ach so, das wäre jetzt so ein bisschen Yakuza-Style, aber ich möchte nichts Gutes in diesen Kram hier einbringen. Wobei es hiermit echt Yakuza-haftig wäre. Curse you, game. Fucking curse you. Oh wow, what the fuck? Hat das Spiel was Gutes? Ja, ich, ne. Majima-Armbände. I kinda like it. Ich weiß, sie haben versucht, das Ganze irgendwie so episch wie möglich zu machen, aber wenn du das Spiel irgendwie in 3-4 Stunden durchhaben kannst, why? I don't understand this level design, though. I really don't understand it. Ich verstehe dieses Level design so kein Stück. Wunderbar. I fucking missed the ramp. Wenn es nur fucking so einfach wäre, ne? Wenn es nur so fucking einfach wäre. Yo, you still fucking miss it. Wunderbar. Wunderbar. Vor allem, du musst ja bis hierhin boosten, sonst denkst du das Spiel so, fuck you. Alter, das Leveldesign ist mit jedem Level gegen Ende wird's schlimmer. I can't see anything. Ich glaube, ich habe gerade die Hälfte des Levels übersprungen. Na, was macht eure Framerate? Framerate müsste mittlerweile für den Arsch sein. Und das Level ist schon vorbei. Wie lange war dieses Level? 2 Minuten? Zeit wird nicht mal angezeigt.
Muss zu kurz gewesen sein. Ich habe gerade echt das Gefühl gehabt, ich habe die Hälfte des Levels übersprungen. Ohne Tode, 50 Sekunden, seems like it. Versus Infinite, oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt wieder Woogie-Woogie-Musik. Lächerlicher kleiner Igel. Selbst wenn der Phantomrubin schwach ist, habe ich genug Energie, um dich zu blauem Brei zu zerquetschen. Oh, you sure have. Ich zeig dir, wie unterlegen du bist. Das überlegst du dir lieber. Ich leg dich erstmal übers Knie. Okay, mach das. It's gonna be a reused boss fight. Ja, I call it, Ruka. Oh, er macht den Wink Wink. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Wie wäre es mit hier Clown? Wie wäre es mit hier schlummert der maskierte Clown? Den Grabstein wirst schließlich du brauchen, oder? Oh yeah. Das ist wie ein deine Mutter Witz. Ja. Reused. Nur dass ich ihn jetzt nicht angreifen konnte. Hallo? Would you kindly? This game is stupid. Warum habe ich ihn denn da jetzt nicht treffen können? Mein Gott, dass diese Road genauso infinite ist. Ey, sag mal. There we go. I'd rather die. Und wieder das? Oh, nice. Das hatten wir ja noch nicht schon mal. Gehört das so? I mean, busted? Du bist erledigt, Sonic. Der Phantomrubin wurde aufgeladen. Es fühlt sich einfach alles so unfunktionell an. Mitsamt deinen nutzlosen Freunden. Meine Freunde stehen mir immer bei und zusammen. Ich bin jetzt ein full-on Yakuza, Motherfucker. Anderes Franchise, I know. Nichts als Illusion. Du kannst dich absichtlich allein verlassen. Deine Maske verbirgt nicht, wie traurig und einsam du bist. Oh ja, traurig. Die Realität des Phantomrubins ist die wahre Illusion. Can I please fucking move? Oh. Ich sag ja, dieses Spiel hat nur zwei Gänge. Slow as fuck und way too fast. Ich glaube, das ist das größte Problem einfach. Es hat zwei Geschwindigkeitsgänge. Way too fast and slow as fuck. Oh, Alter. Oh Gott. This feels so fucking weird. Warum ist jetzt Bird Friend dabei? Bird Person macht hier irgendwie gar nichts in der Zeit. Ist für den Fight vor allem auch absolut useless. Freunde. Euer Ernst? Das Ding hat ein fucking Ende? Euer fucking Ernst? This is some hot garbage. Alter, das ist so schlecht designed.
Ich kann ja nicht mal entscheiden, wann ich ihn angreife. Das ist ja pur auf seinem Mist. Und dann musst du hoffen, dass es funktioniert. Das ist ja das Witzigere an der Sache. This game feels so fucking random. Oh yeah! Best friend attack! Yugi! Ich wollte gerade sagen, das Spiel wollte mich, glaube ich, gerade schon wieder umbringen. Oh, Yugi. Beliebe, glaub an das Herz des Furries. Loser. Das sind Herz, Seele und wahre Freundschaft. Drei Dinge, die weder du noch deine falschen Helfer haben. Grill. Nein, warte. Ich kann noch kämpfen. Du überraschst mich immer wieder, Sonic. Ich hätte nie gedacht, Infinite könnte verlieren. Mein Triumph wird jetzt noch größer, wenn ich dich besiege. Du hast doch nicht gewonnen, du blaue Nervensäge. Jetzt geht mein Plan erst richtig los. Wann? Weißt du, der Plot geht auch in die Richtung, wo ich mir mittlerweile denke, so, boah, ich würde gerade viel lieber meine Bolognese, die ich noch in der Küche habe, in den Kühlschrank packen, damit sie morgen schön frisch ist. Das scheint mir gerade wichtiger. Oh nein! Oh no! Oh no! Or can we fucking not? Vor allem, ich drücke nach links, aber sofern du auf irgendwas drauf springst, denkt sich das Spiel einfach, nö. Ich reagiere nicht mehr. Ja, sobald du irgendwas getroffen hast an Gegnern, kannst du nicht mehr wirklich bestimmen, wo du hinspringen willst. It's fucking terrible. This is terrible. Es hat so okay angefangen. Man muss ja sagen, es hat okay angefangen. Es hat ja nicht mal gut angefangen. Es hat okay angefangen. Wir haben damit angefangen, dass Sonic gefoltert wird. Das ist für mich ein okayer Anfang. Aber... Oh, Alter. Alter, this is so terrible. Das Signal des Phantomrubins ist jetzt unterirdisch. Dr. Eggman führt etwas im Schilde. Ja, geil. Aber kein Safe Point in der Zeit. Na, geil. Ja, können wir das vielleicht nicht mit Shoehorn Sonic machen, sondern tatsächlich irgendwie, wie es tatsächlich Spaß machen könnte. Like, seriously, also, ne? Old Sonic ist das Schlimmste, was in diesem Spiel passiert ist. Und das ist einer, wo sagt so, ja, die alten Sonics waren schon gut, ja, definitiv. But seriously, das ist echter Schund. Das ist echter Müll. Du hast also diesen Moment nach dem Motto, du hast absolute Güll-Controls, wo du dir denkst so, boah, ich will eigentlich nur aufhören. Die haben nicht wirklich ein Scrolling-Level eingebaut. Die haben nicht wirklich ein Scrolling-Level in ein Sonic-Spiel eingebaut. Das haben die nicht gemacht. Warum?
Oh mein Gott, warum um alles in der Welt solltest du ein Scrolling-Level in ein Sonic-Spiel einfügen? Was hat das da zu suchen? Das ist ein Mario Maker-Level. Oh. Sobald du springst, du bist quasi committed. Please let it end. Oh yeah. Nice. Ein Scrolling Level. Wir haben noch keinen Eingang gefunden. Gute Idee. All dieses Suchen und kein Ergebnis? Ich tippe auf die Gegend, wo der andere Sonic sucht. Der andere Sonic. Weißt du, sie haben nicht mal einen Namen für ihn. Einfach der andere Sonic. Es ist einfach der andere. Stell dir vor, du hättest irgendwie, würdest dich selber aus als, in der Zeitreise irgendwie sehen und alles, was man zu dir sagt, ist, du bist der andere. Oh, Alter. Lass das aufhören, bitte. Warum haben Sonic-Spiele immer das Problem, dass sie so okay oder gut anfangen und dann so rapide so schlecht werden? Warum kriege ich einen Speed-Up, wenn ich hier fucking präzises Plattforming machen muss? Was soll denn das? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, mach mal präzises Plattforming. Ah ja, hier, have Speed Shoes. Dumm. Sonic hat sich immer eingekackt. Eine Winterjacke. Oh, Tron Sonic. Tron Furry. Like, Alter! Das vorletzte Level. Final Judgment! Oh, Judgment. Das ist so schlimm. Ich will stumm. Ich will stumm runden. Das Signal des Phantomrubins bewegt sich auf den Reaktor zu. I just pushed the button. Fuck you, game. Ohne Scheiß, die Taste funktioniert manchmal nicht. What the fuck is this stupid game? Weißt du, ich mash schon präventiv, weil ich genau weiß, das Spiel funktioniert nicht richtig, ne? Naja, das Game ist... Naja, ich bin so froh, dass ich da kein Geld für ausgegeben habe. Das ist das Geld nicht wert. Dieses Spiel ist kein Cent wert. Holt euch lieber Sonic Mania, Kenners. Da habt ihr... Das ist es wenigstens etwas wert. I mean, you have lots and lots of robots. Ja, wo soll ich denn hinspielen? Das ist mitten eine Kettensäge, falls es dir nicht aufgefallen ist. Oder lieber Sonic of Six, ja, das ist wenigstens so trashig, dass man was zu lachen hat, you know? Warum komischerweise, sobald du die Peitsche benutzt, hast du irgendwie Iframes. Unendliche Iframes. Ziemlich aufregend, Passpappe. Zeit umzukehren. Alle warten auf uns.
Das ist mir gerade mal aufgefallen, wenn du die Peitsche benutzt, du hast irgendwie unendliche Iframes. Als ob das Spiel denn aufhört zu existieren für dich. Freundschaft, Yugi-Man, Turbo und Yugi, Freundschaft und Bots. Vor allem, das ist schon wieder so eine kurze Stage. Weißt du, wenn man weiß, was auf einen zukommt, sind die voll kurz. Hey. What is this game? What is it about? Weißt du, selbst wenn es eine Easy Platin hat, ich würde sie nicht mal wollen. Ich würde es echt nicht mal, ich würde diese Platin-Trophäe nicht mal wollen. Versus Death Egg Roboter. Oh ja, this sounds like fun. This sounds like fucking cancer in a can. Richtig, schmeiß den Gäste. Scheiß. Dr. Eggmans Armee ist offiziell Rührei. Gewonnen! Ach komm, was denn jetzt schon wieder? Können wir nicht einfach mal gewinnen und das war's dann? Da habe ich nochmal so einen Kommentar bekommen von wegen nice Content. Alter, muss ich nochmal gucken. Ein wahrer Sieger behält seine Trumpfkarte bis zum Schluss im Ärmel. Sonic, was ist los? Hier sind nicht weniger Gegner, sondern mehr. Was? Wie können es so viele sein? Bestätigte Sichtungen von Shadow, Metal, Sonic, Sabok, Chaos, Infinite. Was ist Chaos? Was hast du getan? Ich habe nur den Phantom-Rubin in diesen Netzwerk-Roboter integriert. Aber dann ist die Energieversorgung des Phantom-Rubins nicht mehr angreifbar. Ein unangreifbarer Rubin? Hervorragend kombiniert, Tails. Dieser Death-Egg-Roboter hat... Nein! Ich habe Infinite übertroffen und bin jetzt die ultimative Form. Dieser vom Phantom-Rubin angetriebene Death-Egg-Roboter wird euch zermalmen und alles wird genauso laufen, wie ich es will. Dein Plan wird enden, wie sie alle enden. Du sitzt in einem Haufen Roboterschrott und fragst dich, wie du nur so komplett versagen konntest. Holen wir sie uns. Tails does nothing. Okay, und wir ignorieren einfach, dass Infinite existiert hat. Okay, fine by me. We ignore this guy. Jetzt bin ich mal gespannt, was ein Bullshit der Boss jetzt wird. Ich erwarte a lot of Bull. Er übertaktet den Phantom-Rubin, das ist los. Es startet mit dem Sonic, also es fängt schon scheiße an. Wir zählen auf dich. Gib alles, Sonic. Du bist unser Licht der Hoffnung. Boah, Alter, halt's Maul, Tails. That's nice. So, cool. Oh wow, ernsthaft? This is how it... Okay. Ball spielen. Boah, zweite Form, let's go. Los, Herr Code, ich weiß, du schaffst das. Es liegt in deinen Händen. So. Sag doch, dass ich den Scheiß whippen soll. Oh nein, mein Arm! Schau mal was. Man hat fast echt unendliche Iframes. Nicht komplett unendlich, aber du hast ziemlich große Iframes.
Das ist so ein Bullshit. Alter, das ist so ein Cheap Shot. Ach ja, by the way, Boden weg. Tschüss. Genau wo du stehst. Ich meine, ich kann dieser Welle fast instant ausweichen, indem ich einfach die Whip mashe. Just because it's stupid. Ja, guck mal, das ist... Aber nee, ne? Ja, geil, jetzt zwingt mich zu Plattforming. Und ich habe keine Kontrolle über die Kamera. Ja, Target, nice. Nice Targeting. Resi 4, du kannst mein Herz aus Stahl Run noch gucken auf Twitch, tatsächlich. Du musst nur sehr weit runter scrollen. Aber die ganzen Streams habe ich alle gespeichert. Den ganzen Arm, Rekrut, den ganzen Arm. It's alive! It's born! What the fuck is this? Beende Sonic, vernichte ihn! Okay, I guess. Darf ich mal, by the way, fragen, warum Wisps überhaupt noch existieren? Und Leute fragen sich, warum Infinite nicht einfach zu einem absoluten Supermonster machen? Ach ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Es sieht echt aus wie der Final Boss aus Colors. Das war doch auch so ein komisches, buntes Ding. Vor allem mit der lahmsten Musik. Ohne Scheiß, Sonic ist eigentlich bei mir immer bekannt dafür, dass die Final Boss Themes absolut Legend sind. Das wiederum... It's okay. Aber ein Game Soundtrack wird bei mir dann... Ja, vor allem, warum hat das jetzt keine Vocals? Stimmt eigentlich. Weißt du, die ganzen normalen Stages mit Vocals, wo überhaupt nicht passt, aber hier, wo es jetzt mal passen würde, haben sich gesagt, nee. How about we don't? Es ist vor allem langweilig zu fighten. Es macht irgendwo gar keinen Spaß. Es ist viel zu simpel vor allem auch. Dafür, dass es der Final Boss sein soll. And he's dead. Jetzt nur noch ein bisschen X-Mashen. Boah. Ich weiß jetzt schon, dass ich mashen muss, wa? Ja.
Alter, wenn was sogar in Lost Worlds ist, ne? Das ist aber echt verloren. Ja. The fuck is this? Boah, Sonic-Schuhe. Eggman-Hemd. Das war echt fucking boring als Boss. Alter, so fucking boring. Oh, geil. Vor allem, warum ist Amys Mund dann in der Mitte? Das ist mir nie aufgefallen. Amys Mund ist in der Mitte, aber der von Knuckles und allen anderen, der klebt in meiner Backe. What the fuck? What the fuck? Zeit zum Abschied nehmen. Komm gut nach Hause, Sonic. Und danke für alles. Wie bei Werner. Tschüss, schlechte Gameplay-Mechanik. Brenn in der Hölle. Wir sehen ihn bestimmt wieder. Ja, das befürchte ich ja auch. Okay, Leute. Höchste Zeit, Dr. Eggmans Chaos in der Welt aufzuräumen. Und ich rede nicht von den Illusionen, die er uns beschert hat. Wir müssen die echte Welt retten, unsere Heimat. Und jetzt fängt Sonic an, über Klimawandel zu reden. Los, auf geht's. Ja! Okay, boy. This game is... This game is something, Alter. Not really good, though. Es fängt okayisch an. Das ist schon der Punkt, ne? Es fängt okayisch an. Von mir ist wieder Vocals. Wo waren die beim Final Boss? Sie haben's... Es ist so ein Running Gag, dass sie in jedem Final Boss irgendwas mit Lyrics haben. By the way, die ganzen alten, älteren Sonic-Games, 3D-Sonic-Games wohlgemerkt, hatten Final-Boss-Themes, wo fucking geil waren. Die höre ich gerne. Ja, 3 von 10, ja. Ich würde vielleicht noch zur... Nee, you know what, es ist eine 3. Ich wollte noch gnädig sein, weil das Spiel an sich schön aussieht. Der Soundtrack an einigen Stellen ziemlich gut ist. Du eine Menge Möglichkeiten hast, deinen Charakter zu designen, wo ich auch sagen muss, ja. Aber dann wiederum, what? Why? Stell dir auf Probleme bei Stubben ein. Oh geil, ich brauche mehr Scheiße in meinem Leben heute. This is nice. I don't get this. This game is something. This game is something, but it's not that good. Das sag ich euch. Also, gut ist anders. Gut ist sehr anders. Die haben Super Sonic zum DLC gemacht. Stimmt, Super Sonic kam gar nicht vor. What the fuck? Wurde Chaos Emeralds überhaupt... Nee, stimmt, Chaos Emeralds wurden auch nicht einmal erwähnt. I mean, why? Was wollt ihr mal alle mit Risk of Rain heute? What the fuck? Can I... Und unskippable credits. Darf ich mal anmerken, jedes Spiel, was keine skippable cutscenes, credits hat, gehört sowieso verbrannt. Because no one fucking cares. No one reads this anyway. Bekam ein Update für Konsole. Ich hab's nicht mal für Konsole, Kinners. Hold on. I
Ich setze mich schon mal in Stubben rein. Es gibt nichts, was diese Mädels dagegen tun könnten. Hallo? Hey, Luis. Hello there. This game is fucking terrible. Yes, it is. Und ich hab gut gechessed mit den 3 Stunden. Ja, das, ich bin verdammt gut. Die Aufnahme ist jetzt 3 Stunden. Es ist ein Powerstream geworden. Hast du eigentlich auch die Shadow Level? Es gibt nämlich noch 2 extra Level. I'm not doing this. Das klingt jetzt schon schlimm. Die sind auch wahrscheinlich. Sind die scheiße? Alles an diesem Spiel ist scheiße. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber... Es hat so ein paar Kleinigkeiten, wo okayisch sind, aber... Es ist unterhalb mediocre. Das ist halt so das Ding. Ich hab ja eben gesagt, 3 von 10 ist das Beste, was man im Spiel geben kann. Und auch nur, weil die Visuals gut aussehen und der Soundtrack ist zum Großteil okay. Gut ist und ein paar Aussätze hat. Da kann man sagen, 3 von 10 ist schon ein guter Score. Sagen wir mal so, 2 von den 3 kommt allein schon wegen Infinite's Theme. Ich glaube, da ist deren ganzes Budget hingelaufen, einfach um Danger Kids bezahlen zu können. Ich muss sagen, der eine Punkt wegen dem Digger. Digger. Ich muss sagen, Fist Bump finde ich als Song eigentlich echt gut. Aber die Lyrics sind kompletter Bullshit. Ja, der Song an sich ist okay, aber im Grunde ist es Freunde, 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 Freunde. Fistfuck. Fistfuck. Weil Fistbump wurde ja Sonic fistet mich. Von Hoobastank gemacht. Ich hoffe doch nicht. Also. Wow, sieht so ein bisschen aus, als wenn Lee gerade... Yeah, also müssen wir sowieso wahrscheinlich noch. Wir können auch noch ein bisschen warten. I don't have a problem with that. Du wirst es gleich sehen, was da ist. Oh Gott, warum immer da? Warum immer? Ne? Ich würde sagen. Warum immer stumm? Ich meine, wird jetzt. Current Position in Q 20.000! Ja. Alte Scheiße. Einlock-Q oder was? Ja. Also, ich bin eingeloggt schon. Ich guck mal, ob ich reinkomme. Bei mir bitcht das gerade auch so richtig rum. Ich hab Geräusche gehört. Mein Client lebt. You and I love fucking ich sonst hätte, wäre, wir gucken jetzt so bis halb so ein bisschen mit Fischmarktgelaber. Ja, ich meine, wie gesagt, ich hab noch genug Quatsch Zeit heute. Und gucken, ob League möchte. Und falls nicht, könnte man ja auf, I don't know, Overwatch switchen oder... Dann kann das Touch aber nicht mitspielen. Overwatch kann ich nicht mitspielen. Current position, 20.000. Ja. Ja, außerdem müsste ich zum Beispiel Overwatch erstmal wieder patchen. Ja, gut. Alles klar, Ruka, bis dann. Tschüss. Aber vor allem gucken, was man dann macht, wenn Dick jetzt rumbitcht. Ja. Währenddessen ihr noch macht, ich spiele Final Fantasy weiter. Mach das, doch, gönn dir. Ja. Oh, mein Approximate Wait Time ist runtergegangen von 2 Minuten auf 1. It seems. Bei mir ist es auch auf 2 Minuten. Ich war eben schon auf irgendwo Current Position 6000. Bin kurz weg. Guck wieder drauf, Current Position fast wieder 20.000. Bei mir hat es von 4 Minuten auf 5 Minuten. Oh, Approximate Wait Time 6 Minuten. By the way, how long are these fucking credits? I don't know. Very long. Es können unmöglich so viele Leute an diesem Spiel gearbeitet haben, wenn es so scheiße ist. Naja, das wisst ihr ja. Kann doch wahr sein. Wahrscheinlich haben die Typen, die an dem Spiel gearbeitet haben, sich hauptsächlich gegenseitig einen runtergeholt. Probably. Oh Gott. Irgendwie. Nein. Die Beleuchtung hat schon wieder scheiße. Mein Greenscreen will schon wieder nicht so, wie ich will. How about we do... Ah! Cool, Flashbang! Ich gehe mit meiner Lampe einfach auf Flashbang-Modus und dann passt... Oh, warte, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Das Verrückte ist halt, am 31. März kommt dann wieder ein Update für Risk of Rain 2. Was habt ihr heute alle mit Risk of Rain? Ich weiß auch nicht! What the fuck?
I mean, I kinda like this. Ich mag das Spiel ja, aber what the fuck? Risk of Dick. Also ich bin schon gespannt, auf was im Update kommt, aber solange das Update nicht da ist, ist halt für mich auch kein Interesse gerade da. Ja. Weil das Aktuelle habe ich alles schon gemacht. Ich eigentlich ja nicht, aber ich hatte fast alles irgendwie, also nicht viel hat mir gefehlt. Na, ich habe ja auch zum Beispiel den Doggo, den neuen. Ja, den habe ich auch. Ja, den habe ich auch zusammen mit Jero ja geholt. Ja. Beziehungsweise habe ich den euch freigeschaltet, weil ihr zu früh gestorben seid. Ja, kommen After Credits. Allein, du warst halt dann die ganze Zeit auf Déjà Vu dann auf der Map. Alter, ich hab mir fucking Speedbuff gegönnt, bis zum Glück nicht mehr. Ja, weil du unbedingt den Skill ja freischalten wolltest. Ja. Das war auch worth. Ja. Das war eh so witzig einfach mal. Oh boy. I say goodbye to you, Sonic fists my ass. Den ganzen Arm, Rico, den ganzen Arm. Oh man. Wow, es sind zwar irgendwie, aber ich sag niemals ganz so gut. Copyright Sega, please. Please, bleibt bei Team Yakuza. Die setzen mehr Liebe in ihre IP. Bleibt bei Yakuza, da ist Geld zu machen. Auch wenn ich deren japanischen Studionamen immer nicht aussprechen kann, weil ich mir japanische Namen nicht merken kann. Ryuga Gotoku Studios. Es gab aber heute so ein Mini-Direct von Nintendo. Okay. Und da haben sie einfach rausgehauen, Panzer Dragoon ist jetzt raus. Oh, ohne große Ankündigung. Endlich. Und es ist jetzt ein neuer Fighter angeteasert worden für Smash. Okay. Der ist nicht mehr nötig. Irgendein Charakter aus ARMS. Es gibt noch eine Menge zu tun. Jetzt cool. Yay. Sorry, no one cares about ARMS. Andere brauchen auch das ist eine IP, die ist aufgetaucht, war für 5 Minuten witzig und war dann Müll. Look, we made a quirky fighting game. Plays 3 rounds. Okay, that was fun. Okay, that was fun. Can I play Mario now? Can I play some card now? Naja, jetzt bist du wohl kein Approximate wait time 34 Minuten. Können wir mal darüber reden, dass du dem Charakter einfach mal den Spike-Band gegeben hast? Ja, doch. Aber ich glaube, der hat jetzt gerade andere Kleidung an, oder? Ja, ich habe nochmal das Outfit kurz gewechselt. Ich wollte halt ein bisschen Yakuza-Style haben. Ja gut. Das ist mir gar nicht aufgefallen in der Zeit. Tja. Sonic Underground. Ich bin mir sicher, dein Charakter ist Kiryu in the Streets und Majima in the Sheets. Ja. Immer weiter, was? Egal, was passiert, ja? Sonics deutsche Stimme ist so schrecklich. Ziemlich eng. Oh boy. Aber immer besser als Außenfilm. Mein Twitter explodiert schon wieder. Richtig, Sonic. Lauf vor deinem Problem davon. Time to die! Achso. But wait, there's more! By the way, there's more! By the way, hab gehört, Yakuza 7 soll bad sein. Beziehungsweise disappointing. What? Okay. I hope not. I like Yakuza. Ich meine, sie haben ein sehr großes Gamble damit gesetzt, einfach mal das komplette Gameplay zu verändern. True. Das habe ich aber auch damals in dem Video gesagt, was keiner geguckt hat. Weil es über Yakuza ging. Oh mein Gott. 99,99%. The fuck? Eggman hat nur noch 0,1% über. Alter. 20%? 20%? Oh, Shadow Episode in Caps Lock. 21%. 0,2? What the fuck? Was haben die denn hier für eine Brechertrophäe? Alle Extra-Levels abgeschlossen. Da muss richtiger Cancer drin sein. Alle roten Sternringe gesammelt. Oh, look, there's some bullshit. Yeah. 0,3. Wow. Alle Zahlenringe gesagt. Was zum Fick sind Zahlenringe?
Ich glaube, die, wo eine 10 drin steht oder so. Dreimal silberne Mondringe gesammelt. Was sind denn das jetzt schon wieder? Okay, keine Ahnung. Alle silberne Mondringe gesammelt. Okay, das Game hat offenbar noch so viel Bonus-Content, wo kein Schwein interessieren. Insgesamt 50.000 Ringe gesammelt. Was erwartest du? 100.000 Ringe! Ja, läuft, Tiffy! 10.000 Gegner zerstört. In einem Spiel, wo in einem Durchlauf du gerade mal 1.000 zerstörst. Alter. Uff. Just uff. Neben Slot Teil ausgerüstet? Ich hab nicht? Okay. Voll Fesch. Ich hab gerade voll Fetisch gelesen. Oh Mann. Die höchste Soldatenehre verdient. Aha. Knuckles erschossen. Soldatenehre mit allen Tierarten? Hold on, das ganze hold Team on erschossen. Ehre. Ehre. Oh no. 0,2. Alle Whispons gesammelt. Alter, das. Also, entweder hat es einfach keiner gespielt, was sich keiner die Scheiße angetan hat. Was wahrscheinlich eher Sinn macht. Oder einfach keinen Bock gehabt, alles zu holen. Ich glaube, da die Leute hatten einfach keinen Bock. Es würde mich nicht mal wundern. Denn, um mal beim Thema Freundschaft zu bleiben, ich spiele meine Zauberkarte Löschen und dieses Spiel wandert instant auf den Friedhof. Ja. Schon gleich wieder mehr Platz auf der PS4, das ist doch schön. Also ich